Ich wollte dann einmal auch eigentlich genau so eine Halb-Halb-Aufnahme machen, also so halb über, halb ober der Wasseroberfläche fotografieren und habe mich dafür bereit gemacht und halte eben meine Kamera so vor mich, wie man es eben macht und habe dann aber nicht gesehen, dass der Buckelwal dann einmal mit der Schwanzflosse eben mich einmal auf mich zuschwimmt, also mich mit der Schwanzflosse quasi einmal komplett auf der Hand trifft und mich so ein paar Meter durchs Wasser damit schleudert. Sag mal, Tobi, jetzt wo wir hier beim Getränk sind, hast du, wenn du unterwegs bist auf Expeditionen oder beim Fotografieren, irgendwie so ein Morgenritual oder Ja, um rauszukommen, ja? Kaffee tatsächlich, ja. Also ich brauche kein nix irgendwie an Crackern oder kein großes Frühstück, aber mindestens ein Kaffee muss eigentlich sein, am liebsten noch zwei. Und ich bin auch meistens so, irgendwo, wenn es irgendwie so ein Ritual ist, dann, wenn gehen taucht, man hat Briefing oder sowas, ich bin immer gerne in der zweiten Gruppe oder in der letzten Gruppe, damit ich noch einen Damit Kaffee man mehr noch trinken einen. kann, ja. Ja, ich habe dich ja eben abgeholt hier und draußen wird es jetzt so langsam so ein bisschen frischer in Deutschland. Eine Sache, über die ich direkt mit dir sprechen wollte, ist so ein bisschen jetzt egoistisch für mich, heute mit dir hier sprechen zu können. Du warst als ja, einer der besten Unterwasserfotografen Deutschlands an einem Ort, wo man definitiv eine ganze Menge Heißgetränke braucht, und zwar in Grönland. Und das ist für mich sehr selten, dass ich Fotos heutzutage sehe, wenn ich auf Instagram bin oder sowas, wo ein Bild ist, wo ich so geflasht bin, dass ich nicht scrolle, sondern ich gucke mir das an und zoome rein und lass das nochmal liegen und guck's mir nochmal an. Und hier haben wir eins der Fotos, die du geschossen hast. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen entführen in Richtung Grönland und zu diesen ehrfürchtigen Unterwasserlandschaften. Ja, also Grönland ist definitiv, braucht man definitiv ein paar Heißgetränke, auch um die Atemregler wieder aufzutauen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber ich finde es eigentlich auch ganz witzig, wie ich nach Grönland gekommen bin, zu erzählen, weil das war auch nicht so ganz spontan. Ich habe irgendwann mal meinen Trockentauchschein gemacht, und das war auch schon ein bisschen länger her, und wollte mal ein bisschen zum Beispiel in Norwegen tauchen und bin dann eben zu einem Veranstalter gekommen, der nicht nur Norwegen anbietet, sondern auch Grönland. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, wenn ich einen Trockentauchanzug habe, dann kann ich ja theoretisch auch in Grönland tauchen gehen. Und so bin ich nach Grönland gekommen und fand das schon immer spektakulär und faszinierend. Und die Idee dahinter war einfach, Aufnahmen zu machen, die ich vorher selber auch noch nicht so gesehen habe, eben von Eisbergen unter Wasser. Und das habe ich jetzt immer die ganzen letzten Jahre versucht, weil man war jetzt schon ein paar Mal in Grönland gewesen und versuche immer wieder neue und andere Aufnahmen mitzubekommen. Und bin ja stolz darauf, dass sich die Aufnahmen auch so mitgenommen haben oder mitgerissen haben. Und das ist ja die Hauptsache bei Bildern. Also was ich so beeindruckend finde, ist, dass jetzt in dem Motiv gar nicht ein Tier ist oder das, was man traditionell als einen Unterwasserfotografen so auszeichnen würde, ne? Das bunte Korallenriff, sondern hier geht es ja eher um die Ehrfurcht von dieser großen Landschaft, die da unter Wasser ist. Erzähl uns mal, wie das Foto hier zustande gekommen ist. Ja, also wir waren da, ich glaube, das müsste 2012 oder 15, nee, es war 2015 in Grönland, und wir hatten eigentlich relativ schlechtes Wetter gehabt und waren eigentlich woanders. Und das Foto ist tatsächlich am fast letzten Tag der Reise entstanden, wo wir einen freien Eisberg gesehen haben, der ein bisschen weiter draußen auf der Küste ist. Und wir sind dann eben mit dem Boot rausgefahren, dann mit so einem ganz kleinen Plastik-GFK-Boot, haben noch die Eisschollen damit weggeschoben mit dem Boot und sind dann eben zu diesem einen bisschen freieren Eisberg, der eben auch super schön im Wasser stand und einfach total schön fürs Foto wie posiert hat, also wie für uns gemacht worden ist. Und nee, es war total cool, da zu tauchen im wahrsten Sinne. -2 Grad Wassertemperatur sind es in Grönland, so kalt kann Wasser eben im Salzwasser werden, also eigentlich minus 1,8 ist, glaube ich, die Minimaltemperatur. Kälter geht es nicht mehr im Wasser, extremer kann es nicht mehr werden. Da muss man wirklich alles drunter ziehen, was so geht. Ich hatte damals auch noch so eine extra so eine Heizung dabei mit Heizweste unten drunter und alles. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil das einfach alles zu viel Gerödel ist oder zu viel Aufwand. Man hält es schon durch, würde ich sagen. So nach einer halben Stunde spätestens, würde ich sagen, wird einem richtig kalt. Also mir zumindest. Ich habe auch nicht so gut durchblutete Finger und Füße. Das hängt ja immer sehr von der eigenen Durchblutung ab, wie man auf Kälte reagiert. Und mir werden vor allem die Hände und die Füße als erstes sehr schnell kalt, und danach ist es nur noch ein Zähne zusammenbeißen, und eine Dreiviertelstunde hält man schon ganz gut durch, aber wenn man eine Stunde im Wasser ist, dann ist es schon extrem.
Und führ uns da nochmal durch. Also du tauchst nicht alleine, ihr taucht mit 2 oder 3 Tauchern. Wie bereitest du dich jetzt auf so einen Tauchgang vor und wie sehen die Tauchgänge über Tag aus? Also damit man mal als Normaler ein Verständnis bekommt, wie extrem das ist, was ihr da macht. Also hier in dem Fall war es tatsächlich ein freischwimmender Eisberg, aber normalerweise ist der Fjord, in dem wir da tauchen, zugefroren. Das heißt, wir müssen erstmal suchen, wo gibt es denn irgendwo eine Erhebung, irgendwo auf dem Fjord, die interessant aussehen könnte, die irgendwie groß ist. Und ungefähr daneben machen wir eben ein Loch, ein dreieckiges Loch, eine geometrische Form, damit man die auch von unten immer gut erkennen kann, ins Eis und gehen dann durch dieses Loch eben tauchen. Es gibt auch noch dann mehrere Sicherheitslöcher, wo man dann zur Not immer auftauchen könnte. Aber man ist eigentlich auch normalerweise immer an einer Leine gesichert. Also zumindest einer von den Buddy-Team. Also man geht immer zu zweit natürlich auch tauchen. Gerade da kann natürlich immer auch ein Free-Flow aufkommen. Das ist so die größte Gefahr oder das größte Problem. Kannst du kurz erklären, Free-Flow? Genau, ja. Wollte ich gerade darauf zurückkommen. Das ist ein sogenannter... Also es ist eine Vereisung der ersten Stufe sozusagen halt, ne? Also eine Vereisung des Atemreglers, durch den man durchatmet. Und wenn es dann so kalt im Wasser ist, wird auch zusätzlich der Regler noch kälter durch das Gas, was eben durchströmt, also durch das einatmende Gas. Genau, und da kann eine sogenannte Blockade dann herrschen in diesem Atemregler. Das heißt, dass der permanent Luft ausstößt, was wiederum gut ist. Also der blockiert nicht, man kriegt keinen Stau, sondern er stößt permanent aus, was aber wiederum zur Folge hat, dass die Flasche eben relativ schnell leer geht. Halt, ne? Weil man die ganze Zeit das raussprudelt. Genau, das ganze Zeit raussprudelt. Das heißt, man sollte das spätestens dann auf jeden Fall wieder zum Ausstiegsloch oder Einstiegsloch wieder zurück. Aber auch da der Veranstalter in Grönland, die sagen auch, es gibt keinen Atemregler, der nicht zufriert. Es ist nur die Frage, wann er zufriert. Wahnsinn. Also irgendwann wird das passieren. Ja. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, diese Psychologie dahinter. Wie ist das, unter dieser Eisfläche abzutauchen? Es gibt dieses kleine Loch, und wir sehen es ja hier auf dem Bild, ihr geht in die absolute Tiefe. Hier gerade erkennt man das nicht. Und gerade wenn man sich auch die anderen Bilder anschaut, dann sieht man, wie majestätisch das Ganze da unten ist. Da kann man sich ja irgendwie auch leicht verlieren. Es ist dunkel, zwielichtig. Also irgendwie geil, aber gleichzeitig für mich wirkt es auch sehr angsteinflößend. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du das so erlebst. Man sollte auf jeden Fall Respekt davor haben. Also ich glaube, so ein Tauchgang ist definitiv vergleichbar auch mit Höhlentauchgängen oder Extremtauchgängen, die anders sind, eben mit einer geschlossenen Decke. In dem Fall bewegen wir uns tatsächlich jetzt nicht extrem weit von diesem Einstiegs- oder Ausstiegsloch weg. Also wir sind dann irgendwie schon ungefähr in der Nähe, aber inzwischen, weil ich das auch schon öfter gemacht habe und auch wegen der Fotos, taucht man auch schon mal ohne die Sicherung der Leine. Das heißt, ich muss mir natürlich genau merken, wo war dann jetzt mein Ausstiegsloch. Das heißt, die Orientierung muss eben hundertprozentig passen und man muss diszipliniert genug sein, eben genau sich nicht zu verlieren. Also man muss schon vorher sich einen Plan überlegen, was will ich jetzt ungefähr wie fotografieren. Auch nicht in der Kamera, ne? Und in seinen eigenen Fotos und so. Ne? Das muss automatisch laufen eigentlich, sondern man muss wirklich fokussiert sein auf das, was man will und vielleicht vorher schon die Bilder planen. Das heißt, ich habe immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Model fotografiert habe, auch immer vorher schon gesagt, da und da möchte ich dich haben oder so und so stelle ich mir das vor. Also wenn man vorher sehr detailliert über den Tauchplan spricht oder über die Bildidee oder das vielleicht schon so ein bisschen symbolisieren kann oder vielleicht mal aufmalen kann, wie man sich das ungefähr vorstellt, dann hat das Model oder derjenige, der fotografiert wird, schon gleich einen viel besseren Plan, was er machen muss. Und das ist einfach wichtig, weil die Zeit einfach begrenzt ist unter Wasser und da kann man sich quasi auch keinen Fehler erlauben natürlich. Aber ich habe dich eben richtig verstanden. Für ein gutes Foto lasst ihr die Safety Line weg. Ja, genau. Also es ist aber auch okay, wirklich, weil wenn man weiß so ein bisschen, was man tut. Also ich hätte das jetzt auch wahrscheinlich nicht beim allerersten Tauchgang unter Wasser oder unterm Eis so gemacht, aber wenn man so ein bisschen Erfahrung hat und das merken dann auch die Leute, die das dann mit dabei sind als Safety, also vor allem an der Oberfläche eben, ob man das so machen kann oder nicht halt, ne, oder ob die einen so lassen können oder nicht, aber gerade auch für Videoaufnahmen, ja, ihr kennt das ja auch halt, ne, dann ist einfach eine Leine auch störend und dann muss man einfach darauf verzichten und einfach so diszipliniert sein, aber auch nur das zu machen, was man machen möchte und nichts anderes zu machen. Ich war dieses Jahr auch schon in Grönland im März, kleine Geschichte vielleicht dazu, und da hatten wir, das war für mich auch neu, hatten wir unterm Eis Strömung. Das war was Neues tatsächlich. Ja, also da hatte ich wirklich auch Respekt davor. Ich wusste schon vorher, dass da eine leichte Strömung ist, wusste aber nicht, wie stark die ist oder wie sie sich auswirkt. Weil also Strömung unter Eis ist
also ist definitiv tödlich, wenn das eine falsche oder zu starke Strömung ist. Und die war aber zum Glück nicht so stark und nicht überall, sondern man konnte da ganz gut in so einem Windschatten von einem, also, Wind, also in einem Strömungsschatten vom Windschatten, im Strömungsschatten von einem Eisberg dann ganz gut tauchen. Und wenn man dann zu weit in eine Richtung ist, hat man schon gemerkt, dass es dann wieder zurückgedrückt hat. Also insofern muss man auch da drauf aufpassen. Aber wirklich das Allerwichtigste ist einfach die Orientierung unter Wasser, dass man eben genau weiß, wo ist mein Ausstiegsloch, wo ist mein Sicherheitsloch. Und ich mache das eigentlich immer so, wenn ich irgendwo auch um den Eisberg drumherum tauche, wo ich dann auch das Ausstiegsloch oder Einstiegsloch aus den Augen verliere, gucke ich immer schon direkt in die Oberfläche, wo wäre denn jetzt mein nächstes Notausstiegsloch. Also, dass man in sich immer so ein bisschen so den Weg bahnt, wo ist denn jetzt hier mein Safety? Und das ist eben ganz wichtig. Aber das, was du gerade beschrieben hast als Kontext für Zuschauer, das ist ja schon sehr, sehr erfahren. Das ist jetzt nicht für jemanden, der mit dem Tauchen seit 1, 2, 3 Jahren dabei ist, sondern du hast ja schon eine große Erfahrungsbreite, um dann sagen zu können, ich klinke mich aus einer Leine ab. Ich glaube, ein Beispiel, auf das wir mal eingehen können, ist die Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Freundin von uns, und zwar mit der Anna von Bötticher, eine der besten Freitaucherinnen Deutschlands, die für dich gemodelt hat. Wie ist da die Zusammenarbeit entstanden mit der Anna, unter Wasser, freitauchend, tauchend unter den Eisbergen? Ja, die ist ungeplant entstanden. Ja. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe den Trip eigentlich schon gebucht gehabt. Nach Grönland. Ihr habt euch zufällig in Grönland getroffen? Nee, nicht zufällig in Grönland, aber wir haben, ich habe den Trip schon gebucht und dann hat mir der Veranstalter gesagt, hey, die Anna hat auch gebucht, vielleicht könnt ihr euch ja mal connecten. Und ja super, alles klar. Hab sie dann, also man reist meistens, das beste Reisefenster für diese Aufnahmen in Grönland ist meistens so zwischen März und April. Und deswegen haben wir uns dann auf der Boot getroffen. Also weil es da gerade auftaut dann? Ja, weil das da, weil die, also da wird das Wetter gerade wieder so ein bisschen besser sozusagen, also vom Winter aus halt, dass man wirklich auch da was machen kann, dass man nicht ständig Schneesturm hat oder irgendwas. Und bevor es wieder auftaucht, also auftaut das, das Eis, also man muss da wirklich so ein Fenster erwischen. Übrigens wird das auch immer früher, dieser Zeitraum. Früher war das April und Mai, konnte man noch was machen. Inzwischen ist es eher so März, April und Anfang April. Und dann verschiebt sich alles nach vorne, weil es immer wärmer wird. Und auf jeden Fall habe ich mich dann mit der Anna, kannte sie natürlich, aber nicht persönlich, habe mich mit ihr auf der Boot getroffen und dann haben wir so gesagt, so ja, cool, kommst auch mit, ja, cool, gerne. Und die Anna, die war vorher in der Antarktis gewesen und hatte da auch wegen des Wetters leider nicht so gute Aufnahmen bekommen, hat gesagt, ja, vielleicht kannst du ja mal ein Foto von mir machen. Und ich so, ja, ja, klar. Mache ich mal irgendwie, war aber noch so ein bisschen, naja, mal gucken, ob das was wird, weil ich eigentlich natürlich neue Aufnahmen von Eisbergen machen wollte, eigentlich mit Tauchern halt, ne? Also es war eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und war dann aber mit der Anna in Grönland, auch wirklich also super nett, die Anna auch, also wenn man die ein bisschen näher kennt auch, ne? Und auch tolle Person, auch super interessant. Und habe dann aber auch gemerkt, wie professionell sie auch wirklich arbeitet. Und das habe ich gleich schon beim ersten Tauchgang gemerkt. Das haben wir tatsächlich auch noch für Anna auch an der, war Anna noch an der Leine noch gesichert. Also sie als Freitaucherin mit einem Atemzug und du als Scuba-Taucher mit Pressluft. Richtig, ja. Ganz normal, als ich im Trockentauchanzug und sie einfach nur in... Du schön warm, ihr... Ja, schön warm würde ich jetzt nicht sagen, ja. Also, sorry. Mir war also... Nee, also mir war natürlich auch noch immer bitter kalt, aber die Anna ist wirklich die Heldin gewesen, dass sie da im minus 2 Grad kalten Wasser im 6 mm Apnoe-Anzug oder in ihrem schnittigen, marken, silbernen, glänzenden Anzug, der natürlich super dazu passt. Ne? Genau, und es hat wirklich so alles zueinander gepasst. Also es war so... Manchmal plant man Sachen, die gehen dann gut und manchmal kommt es einfach so zusammen, die Dinge. Und sie hat einen super geilen Anzug gehabt, hat super professionell gearbeitet und ich habe gleich schon am ersten Tag, als sie die Bilder abends am Laptop angeguckt haben, gesehen, okay, das wird wirklich eine coole Serie jetzt. Und dann, die Anna war eigentlich auch nur geplant, dass sie eine Woche in Grönland bleibt. Ich hatte schon 2 Wochen von vornherein eingeplant und sie hat dann auch spontan noch verlängert, damit wir wirklich viel, viel produzieren konnten. Also wir haben dann nicht nur ganz viele Fotos von verschiedenen Positionen, an verschiedenen Eisbergen gemacht, sondern auch noch ein Video produziert. Das lief dann auch irgendwann beim Markus Lanz, als sie dann zu Besuch war bei ihm in der Talkshow und so. Und das hat sich dann wirklich gelohnt, die so viel Arbeit und so viel zu investieren, auch für die anderen natürlich. Halt, ne? Also es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit und ich muss wirklich sagen, dass das wirklich sehr, sehr professionell war von ihr. Ich sehe da einige Parallelen, denn ich hatte das Glück, mit der Anna zu arbeiten. Das war 2020, während der Pandemie damals. Und dann haben wir uns durch Zufall getroffen auf den Azoren. Und Anna hat ihren ersten Haitauchgang gemacht, als wir alle zusammen waren. Es gibt manche Taucher, vielleicht ging dir das genauso mit Anna, da weißt du tief drin, wenn du gemeinsam was machst zum ersten Mal, dass das wird funktionieren. Und das erste Mal, als ein Blauhai auf sie zugetaucht ist, hat sie den sofort total elegant abgewendet.
Und die Anna hat halt so eine große Erfahrungsbreite und ist in so vielen extremen Orten getaucht, dass sie sowas entsprechend machen kann. Ich glaube, für die meisten Freitaucher wäre die Kälte alleine, dann die Psychologie unter dem Eis zu sein, schon viel zu viel. Die Anna hat mir aber natürlich was gesteckt vor unserem Gespräch. Und zwar, dass das unglaublich wichtig war zwischen euch in der Zusammenarbeit, was das Thema Sicherheit angeht. Und vielleicht kannst du einmal mit uns teilen, was da vorgefallen ist, wo du vielleicht mal eingreifen musstest in dieser Zusammenarbeit mit der Anna unter Eis. Ja. Genau, also wir sind dann tatsächlich irgendwann dazu übergegangen, dass auch die Anna ohne diese Sicherungsleine getaucht ist, einfach weil es für die Videos und für die Fotos viel praktischer war, aber auch weil wir erkannt haben, dass wir einfach gut zusammenarbeiten. Und es gab eben dann eben genau diesen Tauchgang, wo dieses Foto entstanden ist, auf das wir gerade schauen, wo dieses Einstiegsloch ein bisschen weiter weg war von diesem Eisberg. Und die Anna ist, nachdem du da einmal um diesen Eisberg rumgeschwommen bist, was schon eine relativ große Strecke gewesen ist, einfach einen Tick zu früh aufgetaucht und konnte dann dieses Ausstiegsloch nicht mehr sehen aus ihrer Perspektive, weil es einfach von der Perspektive zu flach war. Und ich hatte das schon gesehen, weil ich eben immer, wenn die Anna ab und wieder aufgetaucht ist, nicht auf meine Kamera geschaut habe, zum Bilder angucken, was eigentlich mein erster Instinkt normalerweise ist, aber alleine nur, weil wir da alleine zusammen waren. Ich allein als Taucher, ich hatte auch keinen anderen Buddy als Absicherung. Die Anna war da alleine. Das ist, also natürlich hat man Safety an der Oberfläche gehabt, aber wir mussten eben auf uns selber, auf uns gegenseitig achten. Hab das gesehen, dass sie eben schon zu früh auftaucht und bin schon auf sie zugeschwommen in dem Moment. Und ich glaube, ich hatte im Nachhinein ein größeres Herzklopfen gehabt als sie, weil die ist nämlich super cool geblieben bei der ganzen Geschichte. Und da sieht man eben genau, was du auch gesagt hast, diese Erfahrung von der Anna, dass sie in so einer Situation eben keine Panik direkt kriegt oder nicht irgendwie hektisch wird, was eben gerade beim Freitauchen so essentiell wichtig ist, sondern hat dann eben ganz cool einfach nur zu mir rüber geguckt. Ich habe dann so wild gestikuliert und auf das Ausstiegsloch gezeigt, weil ich immer noch am Anschwimmen war. Da geht dein Leben weiter. Ah ja, okay, cool. Und die Anna ist eben ganz cool wieder runtergetaucht und ist einfach wieder weiter zu diesem Ausstiegsloch. Ja. Also vor allem das schon mit einem Atemzug, ne? Genau, die Ruhe zu behalten, ist schon echt vor allem in der Kälte, das muss man doch einfach mal wirklich, das kann man nicht unterschätzen, das kann man sich nicht vorstellen, wie kalt es ist. Also -2 Grad unter Wasser ist so viel kälter als -2 Grad an der Luft, weil das Wasser einfach so viel schneller diese Wärme überträgt und wegträgt einfach von einem. Du kennst ja von der Wärmflasche, da ist ja auch, reicht ja aus und es ist super warm. Aber du hast das ja selber auch erlebt. Das war nicht in Grönland, sondern es war in Norwegen, wo du unterm Eis abgetaucht bist und plötzlich gemerkt hast, oha. Ja. Kannst du uns mal mitnehmen? Was war das für eine Situation und was ist da schiefgelaufen? Ja, das darf ich gar nicht erzählen. Ich hoffe, meine Eltern gucken sich das nicht an. Ja. Aber ja, genau, das war eigentlich auch auf einer Reise nach Norwegen für eine Produktion. Und da wollten wir nachts unter Wasser, unter dem Eis was filmen, aber der ganze Tauchgang war nicht so richtig gut organisiert. Das nehme ich auch, also das lassen wir mal weg, weil das auch so ein bisschen meine Schuld war natürlich, ne, von dem, dass es nicht so gut organisiert war grundsätzlich. Also auf jeden Fall hat diese Aufnahme nicht geklappt, wie auch immer. Ich habe irgendwann den Tauchgang abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt wieder zurück, weil ansonsten reicht es einfach von der Luft auch nicht. Also ich musste mir natürlich auch eine Luftreserve aufbauen. Und wir hatten aber alle nicht bedacht, also ich bin alleine zurückgetaucht auch, also ohne Buddy, die anderen sind weitergetaucht, ohne mich. Weil ich einfach aus Sicherheitsgründen frühzeitig abgebrochen habe und wir hatten nicht bedacht. Ist das normal? Also ist das normal, dass die anderen dann weitertauchen und du alleine zurücktauchst? Oder? Nee, das ist auch nicht so ganz normal gewesen. Also richtig kollegial. Also das sind so ein paar Dinge gewesen, die auch dann im Nachgang noch besprochen worden sind, die vielleicht nicht so ganz optimal liefen, aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr so eingehen, sondern was wir alle nicht bedacht hatten, wir hatten natürlich aus Sicherung einen Blinker eingehängt an da, wo wir das Eis aufgebrochen haben, um vom Land aus reinzugehen. Also eine Lampe, die Signale gibt. Genau, wie so einen kleinen Blinker, so eine Lampe, danke, genau, ja. Und davor war halt so ein kleiner, relativ kurzer Kelbwald noch, also so Algentang und so war dann relativ großer Bewuchs noch. Und das sah auch alles gut aus von dem Einstieg aus, aber wenn man dann wieder zurückkommt, hat man nicht bedacht, dass genau in diese Perspektive von unter Wasser in Land raus ein Haus dahinter stand, was eben auch ganz viele Lampen anhatte und ich diesen Blinker einfach nicht mehr dadurch gesehen habe. Also der war einfach zu schwach,
den zu erkennen unter Wasser, dass da ein Blinker sitzt. Und ich habe dann diesen Ausgang nicht mehr gefunden. Ich wusste, wo der ungefähr war. Aber dann in diesem ganzen Algen- und Tangwald und so habe ich mich da so ein bisschen verheddert und habe echt so ein bisschen Bammel dann gehabt irgendwann. Aber auch in der Situation, das kennt er ja auch als Taucher irgendwie, da muss man einfach ruhig bleiben und einfach drüber nachdenken, okay, was sind jetzt meine Optionen, die ich jetzt noch habe? Und ich habe dann aber glücklicherweise den Ausgang wirklich in letzter Sekunde gefunden mit vielleicht noch 5 Bar Restdruck. Also wirklich, ich hätte vielleicht noch für 3-4 Minuten Luft gehabt oder sowas. Und wenn ich dann den Ausgang nicht mehr gefunden hätte, dann hätte ich mir was anderes überlegen müssen, ja. Krass. Oder irgendwie versuchen müssen mit dem Stein oder keine Ahnung was halt. Ne? Dann aber also man hat einfach keinen Druck von unten, diese Eisdecke einfach aufzubrechen halt. Ne? Selbst wenn die nur so 2-3 Zentimeter ist oder vielleicht 5 Zentimeter oder sowas. Man hat einfach keine Kraft, wenn man sich im Freiwasser befindet, das aufzudrücken einfach. Und deswegen. Ja. Also ich bin tatsächlich nicht so der erfahrene Taucher, dass ich jetzt da groß mitreden könnte. Und ich frage mich, du sagst da, man muss einfach cool bleiben. Mhm. Hast du eine Strategie? Weil ich sag mal, sowas ist leicht gesagt, aber wenn du auf einmal dieses Loch nicht mehr findest, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Stimme in dir immer lauter wird, die sagt, shit, 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 was ist, wenn ich es jetzt gleich immer noch nicht finde? Hast du eine Strategie, das irgendwie zu beruhigen, um dann auch Luft zu sparen und ruhig zu bleiben und irgendwie strategisch vorzugehen? Ja, also man muss wirklich genau, wenn das aufkommt, wenn man merkt, oh, jetzt steigt irgendwann dieser Pegel an, dieser Stresspegel an, muss man in dem Moment einfach so diszipliniert sein im Kopf und einfach sagen, nee, diesen Stresspegel drücke ich jetzt runter und ich gucke, dass ich mich ablenke mit was anderem, zum Beispiel einer Problemlösung halt, ne? Also dass ich genau merke, okay, es kommt was auf, ich merke, die Situation ist nicht cool, also muss ich jetzt davon weg von dieser Schiene und wirklich sagen, okay, einmal kurz durchatmen, was sind meine Optionen? Und das muss man sich wirklich so ein bisschen immer wieder sagen. Also es ist nicht so, dass jetzt ständig solche Situationen aufkommen, aber man hat ja immer so eine Situation, auch im Leben vielleicht schon mal gehabt, wo man auf einmal im Stress ist. Und wenn man dann sagen kann, nee, ich merke diesen Stress und ich schalte jetzt um auf logisch und gucke, wie ich dieses Problem lösen kann. Das hilft einem auch in vielen anderen Bereichen tatsächlich ganz gut, vor allem in Beziehungen manchmal auch. Ja. Also. Ist das eine Sache, die du vor oder außerhalb deiner Karriere als Unterwasserfotograf besessen hast oder entwickelt hast und dann mit reingenommen hast? Oder ist das eine Sache, die du in der Arbeit als Unterwasserfotograf für dich entdeckt hast? Das kam so ein bisschen auf tatsächlich durchs Tauchen. Halt, wenn so eine Situation mal entsteht, habe ich schon gemerkt, dass ich das so ganz gut gelernt habe oder dass es in die Richtung geht. Aber tatsächlich kam das richtig, also dieses richtige Stressumdenken, also dieses Switchen, kam eigentlich durch eine sehr starke Erkrankung von mir auf. Weil ich habe genau das, ich hatte vor ziemlich genau 10 Jahren ziemlich schwer Krebs gehabt und da hat man genau die gleiche Panik eigentlich, die zwischendrin aufsteigt natürlich, ne? Dass man vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da ist oder nicht mehr lebt oder vielleicht frühzeitig sterben könnte. Und dieses Stresslevel, was dann aufkommt, habe ich eben immer versucht, direkt, sobald sowas aufkam, direkt umzuwandeln und zu sagen, ich lenke mich jetzt ab, keine Ahnung, ich spiele Fußball, ich gucke mir was auf YouTube an, ich versuche mich sofort abzulenken mit dem Gedanken, dass dieser Stress gar nicht aufkommt. Und das hat mir, also die Krankheit hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich auch in solchen Situationen unter Wasser jetzt noch besser damit zurechtkomme. Mhm. Ja, auf diese Situation, auf diese Zeit, in der du diese schwere Krankheit hattest, wollen wir auch gleich nochmal intensiver eingehen. Aber vorher müssen wir uns erst nochmal ein bisschen hier aus diesen kalten Gewässern entfernen und weiterschauen. Da gibt es ein Foto, das zieht uns in den Bann. Und ja, Lukas. Dieses Foto finde ich deswegen spannend, weil du mir, als wir die Tage mal gequatscht haben, komplett neuen meeresbiologischen Fakt präsentieren konntest. Und zwar sehen wir hier einen Buckelwal im Oman, im Arabischen Meer. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie dieses Foto zustande gekommen ist? Ja, also das ist eine ziemlich seltene Aufnahme von diesem Buckelwal, eben wie du schon gesagt hast, aus dem Arabischen Meer, also diese arabische Halbinsel. Und da befinden sich wohl, also ich kenne das ja auch nur aus Berichten halt, ne, ungefähr eine Gruppe von 80 Buckelwalen, die dort lebt und eben nicht wie die meisten anderen Buckelwale oder ich weiß nicht, wahrscheinlich 99% oder 98% aller anderen Buckelwale migrieren eben. Zum Beispiel, es gibt ja meistens dann, die gehen auch meistens eigentlich nicht, ich glaube, es gibt ein paar, aber nicht alle, die über den Äquator drüber gehen
sondern die meisten migrieren von der Karibik in die Arktis zum Beispiel oder von der Südsee in die Antarktis. Und der Oman oder die arabische Halbinsel liegt schon überhalb des, oder oberhalb des Äquators. Und irgendwann vor wahrscheinlich 20.000 oder 30.000 Jahren hat sich diese Gruppe an Buckelwalen wohl da irgendwie angesiedelt und konnte nicht mehr weiter, weil dann dazwischen einfach Asien kommt oder ich weiß es nicht, warum es so ist. Aber was wirklich interessant ist, ist, dass diese Buckelwale aus dieser Gruppe sich nicht mit anderen Buckelwalen irgendwo paaren. Und deswegen sagen oder meinen Wissenschaftler, die sich mit diesen Tieren beschäftigen, dass das wahrscheinlich schon fast als eigene Art von Buckelwalen anzusehen ist, weil eben auch die genetische Vielfalt natürlich auch eine andere ist seit, weiß ich nicht, 30.000 Jahren und natürlich auch sehr gering ist diese Vielfalt. Und ich hatte irgendwann mal jetzt, bevor ich die Aufnahme gemacht bekomme, das Ziel dieser Reise war eben eine Geschichte zu machen über den Oman, vor allem im Süden des Omans, für damals ein Tauchmagazin. Und ich wusste, das wurde mir verkauft, da gibt es auch Buckelwale. Ich wusste aber nicht, dass es so wenige sind, ja? Oder dass man die so selten sieht. Und ich habe tatsächlich, seitdem ich diese Aufnahme gemacht habe, kaum Aufnahmen gesehen von Buckelwalen aus dem Gebiet. Und ich werde immer noch gefragt, jetzt gerade die Woche hat mich wieder jemand gefragt, ob er die haben kann für eine wissenschaftliche Arbeit oder irgendwas, so eine Aufnahme, weil die immer noch so selten sind, diese Aufnahmen von den Buckelwalen, weil die so einfach, nicht nur weil es so wenige sind, sondern auch, weil die wohl relativ scheu sind. Aber wir hatten eben glücklicherweise gerade auf der Reise, also es war wirklich, also manchmal braucht man einfach Glück natürlich halt. Ne? Ich kann so viel arbeiten, wie ich will oder so viel tauchen, wie ich will, aber manche Begegnungen sind einfach, braucht so ein bisschen das gewisse Extra irgendwie noch. Ich habe das tatsächlich dann, nachdem du das erzählt hast, noch mal ein bisschen recherchiert. Und das ist tatsächlich die kleinste, bedrohteste Gruppe von Buckelwalen in der Welt. Dort im Oman, die meisten Leute würden vermutlich den Oman nicht direkt assoziieren mit Tauchen und Buckelwalen, sondern die meisten haben halt vor Augen vielleicht eine Wüsten und viel Sand. Aber hier in dem Foto sieht man halt diese zwei Welten, ne, in diesem Splitshot. Aber auch wenn es Buckelwale sind, die ja eigentlich eher sehr sanftmütige und friedliche Wesen sind, sind es nach wie vor große Tiere. Ne? Also gerade Buckelwalmännchen, wenn sie in der Konkurrenz stehen, in der Paarungszeit gerade, sollte man denen nicht zu nahe kommen oder auch einer Mutter mit Kalb zum Beispiel, was gerade frisch geboren ist. Mhm. Aber von Megafauna, wenn wir mit der interagieren, kann halt auch immer ein gewisses Restrisiko ausgehen. Und im Rahmen dieses Fotos, hast du uns erzählt, ist auch was vorgefallen, wo du gemerkt hast, dass da auch eine Gefahr ausgehen kann. Genau, also man sollte immer Respekt haben, egal wie groß oder klein das Tier ist und immer mit Vorsicht natürlich an sowas rangehen und immer schauen, dass man nicht so gegeben nimmt, dass man so einen Encounter hat, also so eine Begegnung hat. Und wir haben uns auch dem Buckelwal auch ziemlich langsam angenähert. Der hat sich wohl ein bisschen ausgeruht in so einer kleinen Bucht und so wirklich ganz vorsichtig auf den zugeschwommen. Und der ist auch zum ersten ein bisschen weggeschwommen halt, ne, kam dann aber immer wieder. Also man hat gemerkt, dass der mit der Zeit, je länger man im Wasser mit dem waren oder in der Nähe waren, auch sehr interessiert an uns war, weil der wahrscheinlich noch nie so was schlecht Schwimmendes wie wir an der Oberfläche im Wasser gesehen hat war dann immer interessierter tatsächlich und hat sich immer mehr uns angenähert, aber wir mussten schon wirklich aufpassen, weil sie hat ja riesige Brustflossen, bis zu 4 Meter, du kannst wahrscheinlich genauer sagen. Wie groß war der Wal genau? Kannst du das einschätzen? Also Buckelwale werden so 14 bis 16 Meter groß ungefähr, ich schätze, dass der so vielleicht so 12 bis 14 Meter hatte, aber wahrscheinlich auch so um die 25 Tonnen ungefähr, 30 Tonnen, also ja, das ist schon so ein Koloss. Ja, genau, ja. Und wenn man dann so als 80, 90 Kilo Mensch ist, ist das dann eher so ein bisschen so ein Spielball für einen. Mhm. Und das haben wir eben auch genau gemerkt. Das heißt, er hat mit seinen Brustflossen schon so ein bisschen unter uns rum. Wir mussten dann schon aufpassen, dass wir dann die Schienbeine oder die Beine anziehen, dass wir uns nicht am Schienbein verletzen. Und die Sicht ist ja auch nicht optimal, ne? Genau, also die Sicht war relativ schlecht. Also ich würde sagen, maximal vielleicht 6 oder 7 Meter Sichtweite. Also die Hälfte der Wahllänge im Grunde genommen. Ja, genau, ja. Und also genau, also wenn der so ein paar auf mich zugeschwommen ist oder sowas ein paar Mal, dann hat mich die Nase gesehen, aber das Ende natürlich noch nicht, ja, also die Schwanzflosse. Und ja, dann ich wollte dann einmal auch eigentlich genau so eine Halb-Halb-Aufnahme machen, also so halb über, halb ober der Wasseroberfläche fotografieren und habe mich dafür bereit gemacht und halte eben meine Kamera so vor mich, wie man es eben macht und habe dann aber nicht gesehen, dass der Buckelwal dann, also habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, sich einmal mit der Schwanzflosse eben einmal auf mich zuschwimmt, also die mich mit der Schwanzflosse quasi einmal komplett auf der Hand trifft und mich so ein paar Meter durchs Wasser damit schleudert und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Halt, ne? Aber die Geschwindigkeit, mit der er die Schwanzflosse da schwingt
Und meine Trägheit im Wasser haben halt eins zum anderen geführt und ich habe gedacht, dass meine Hand gebrochen war. Das hat so weh getan, also der Mittelhandknochen, also es war zum Glück nur die Hand, weil er nämlich 20 cm, 30 cm weiter hinten getroffen hätte, wäre jetzt wahrscheinlich meine Schläfe getroffen und dann, man kennt das ja, dann wäre ich vielleicht, hätte die Gefahr bestanden, dass ich gleich ohnmächtig werde. Und waren zwar noch andere Leute im Wasser, aber das müssen die auch erstmal so schnell erkennen halt, ne? Also die Gefahr des Ertrinkens ist dann doch relativ groß gewesen. Also zum Glück ist da tatsächlich nur die Hand getroffen worden und es hat mir aber sehr viel Respekt eingeflößt tatsächlich, auch vor dieser Größe und vor dieser Mächtigkeit des Tieres, eigentlich auch schon vorher. Ne? Also, der Wal hat ja noch nicht mal mutwillig sich verteidigt, sondern Nein. Es war ja ein sehr sanftes, ne, dich leicht berühren und trotzdem war das so mächtig. Ne? Der will doch nur spielen, ja, sagt man ja. Ne? Aber wenn halt so ein, wie gesagt, so ein 30-Tonnen-Buckelwal mit einem 80 Kilo oder 90 Kilo Menschen spielen will, dann geht es für den Menschen wahrscheinlich nicht so gut aus. Und ich habe danach wirklich tatsächlich erst noch einmal mir vorbeigeschwommen. Das war genau die Situation, wo ich das Bild gemacht habe und bin dann ziemlich schnell danach auch wirklich aus, weil ich gesagt habe, nicht, also ich hätte noch mehr Aufnahmen machen können, weil das wäre eigentlich perfekt gewesen als Situation für mich als Fotografen. Denn ich muss halt ein bisschen aufpassen, aber dann hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr Aufnahmen machen können. Aber dann habe ich gesagt, nee, das fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Also bin ich wieder aufs, wir hatten so ein kleines Zodiac, so ein Beiboot dabei, bin ich wieder auf Zodiac drauf, als Erster auch halt. Ne? Und habe gesagt, nee, das wird jetzt zu viel, das ist zu krass, diese Begegnung fühlt sich nicht mehr gut an. Nicht nur für mich, sondern vor allem für den Wal, glaube ich, weil das einfach zu viel Interaktion dann war. Und ich glaube, diesen Respekt sollte man sich immer behalten, egal wo man ist, wie man ist, dass das alles Tiere sind, dass das alles Individuen sind irgendwie und dass die natürlich mit einem theoretisch machen können, was sie wollen. Und dass wir nur so, wir sind so glücklich, um das sehen zu können, aber wir müssen auch wissen im richtigen Moment, wann wir uns wieder zurückziehen und eben nicht für das noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild, sondern man muss eben dieses Fingerspitzengefühl, glaube ich, ganz gut haben. Dafür. Nachdem deine Hand fast zertrümmert war, ja, genau, war das ja. Fingerspitzengefühl. Ja. Sehr guter Witz. Ja. Also die unterschwellige Botschaft ja, verstanden. Genau, ja, genau, natürlich. Ja, es, also. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, heute in der Unterwasserfotografie, allgemein in der Fotografie und auch in unserer Gesellschaft ist ja dieses schnell was fotografieren für mich, ne, schon so ein Mantra auch geworden. Mhm. Und gerade in der Unterwasserfotografie, in der Interaktion mit Tieren, ist dieses zu wissen, wann man sich zurückzieht und dem Tier Raum lässt, ganz wichtig. Wie hat die Situation verändert, wie du in Zukunft mit Tieren tauchst? Also hat dir das mehr Respekt gegeben oder ein bisschen mehr Feinfühligkeit für zukünftige Situationen? Hast du was geändert oder? Nee, es war eigentlich schon immer da. Also das würde ich genauso wieder machen. Es hat sich eigentlich nur bestätigt, sozusagen halt, ne, dass man genau das so machen sollte. Und es war übrigens auch mein erster Buckelwal, den ich gesehen habe. Also erster ever überhaupt Begegnung unter Wasser, Buckelwal. Und ich habe das schon gleich gemerkt, als ich ihn das erste Mal unter Wasser gesehen habe, habe ich nämlich die Schwanzflosse als erstes gesehen. Und er hat einen kleinen vorsichtigen Schlag gemacht. Und dann kam gefühlt eine Minute später dieser Schwall an Wasser einfach. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist nicht einfach nur irgendwie irgendein kleines Tier oder sowas, sondern, und das hat mich aber nochmal bestätigt, so nee, man muss schon Respekt haben und ich finde auch, dass man so schön, also ich liebe diese Unterwasserwelt natürlich halt, ne? Also ich liebe diese Ozeane und alle Tiere, die da drin sind und genau deswegen sollte man, glaube ich, auch Respekt vor denen haben und die nicht als ein Streichelzoo ansehen. Und es gibt ja so gewisse Influencer, die sehr nah auch mit Haien in Berührung gehen und die auch ständig anfassen. Nein, werden keinen Namen genannt, aber ich finde es einfach, ich weiß nicht, ob man unbedingt immer alles auch unter Wasser anfassen muss oder so tun muss, als ob das jetzt irgendwie ein Streichelzoo ist oder sowas. Ich finde es gut, wenn man eine gewisse Awareness schafft oder eine gewisse, dass man sagt, man muss vor Haien keine Angst haben, das ist ganz wichtig. Aber es sind eben immer noch Apex Predators und eben keine, das ist kein Streichelzoo und das ist sind keine Freunde von uns. Die wollen auch, das Einzige, was die interessiert, ist eigentlich Futter oder Essen halt. Ne? Und na klar, interessiert die auch mal neugierig, vor allem Haie sind auch manchmal, wisst ihr ja, auch unfassbar neugierig. Aber ich finde, es gibt eine gewisse Grenze, die man da einhalten sollte. Das hat ja was auch mit Wertschätzung zu tun und wann genug ist. Ja. Ich glaube, dass häufig, du hast es ja gerade angesprochen, ne, dieses Anfassen und auch dieses Überdramatisieren. Ich frage mich manchmal, wenn du so eine Geschichte erzählst von so einem Buckelwal. Ne? Ich habe auch viele Situationen gehabt, wo ich mit Tigerhaien oder mit Orcas oder mit anderen Tieren im Wasser war, wo ich denke, das reicht doch. Mhm. Das, was ich hier gerade sehe, die Wertschätzung dafür, dass ich hier sein darf im Wasser mit diesen Tieren, das reicht doch. Wieso muss ich jetzt noch versuchen, das Letzte rauszukitzeln und dann vielleicht das Risiko einzugehen für das Tier oder auch für einen selber. Ne? Ja.
Genau, richtig. Ich muss aber auch dazu sagen, das sagt sich für mich jetzt auch, vor allem jetzt, auch sehr leicht, weil ich habe auch schon, genau wie du, auch schon viel gesehen, viel erlebt, hatte schon viele Situationen und wird irgendwann ruhiger natürlich. Ich kann super verstehen, wenn man am Anfang sagt, oh, da ist ein Hammerhai oder irgendwas von der Heimischule, ich schwimme da jetzt drauf zu und ja, will unbedingt das Foto haben. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, klar, das ist einfach der Instinkt, den man dann hat und man will die unbedingt Aufregung. Das Foto halten. Mhm. Ne? Und die Aufregung und geil und die neue Situation und sowas. Ich kann das schon verstehen, wenn man das so macht halt natürlich halt, nur auf ein Tier auch zuschwimmt, aber das ist das Glück, mit Erfahrung wird man immer auch ein bisschen weiser vielleicht auch und sagt, nee, ich warte lieber ab und ich glaube, dass sich das wirklich auszahlt. Also dieses Abwarten und das Vorsichtige sein, ich sage das auch ganz viel bei meinen Fotoworkshops auch, zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Workshop gebe oder sowas, auch wenn wir mit großen Tieren zusammenarbeiten, wartet ab. Das Beste ist wirklich, in der Gruppe zu bleiben, abzuwarten, ruhig zu bleiben und die Tiere kommen auf euch zu. Wenn ihr drauf zuschwimmt, gerade bei einem Hai, der hat so viele Sensorik, der merkt, oh, das ist plötzlich ein anderer Apex Predator, der will mir was und schwimmt sofort weg. Ja. Und das muss man so ein bisschen einfach im Kopf behalten. Jetzt auch, ich fliege morgen nach Norwegen, ne? Aus Thema auch zu den Orcas wieder jetzt, weil du es gerade erwähnt hast und genau das gleiche gilt da auch halt. Ne? Versucht sich eigentlich möglichst unauffällig im Wasser zu verhalten und alles drumherum, um sich passieren zu lassen, ohne zu interagieren mit den Tieren. Also man interagiert ja allein schon dadurch, dass man da ist. Also Observation ist ja auch schon Veränderung, ne? Sagt man ja auch in der Naturforschung oder in der Wildforschung, ne? Oder in der auch bei Safaris oder bei Löwen und sowas. Man kann ja als Mensch, sobald man da ist, verändert man schon. Ne? Klar. Die Tiere hören ja die Boote schon von hunderten Metern Entfernung. Genau, ändert oder sich alles, ja. Der Jeep, der irgendwie hinfährt oder sowas in Afrika und sowas, wenn man einen Löwen fotografieren will oder so. Oder wie auch immer. Aber da will ich, also man versucht wenigstens so wenig wie möglich diese Interaktion zu stören. Und ich glaube, da kommen bessere Ergebnisse unterm Strich zusammen als anders. Ja, und ich finde das total nachvollziehbar. Vor allem wissen wir ja auch, dass es eben nicht unter Wasser so ist, wie es in manchen Fotoausstellungen aussieht. Um jede Ecke passiert sofort genau das, was man sich wünschen würde, sondern manchmal wartet man sehr lange drauf. Und dann ist es natürlich menschlich verständlich, wenn Leute dann aufgeregt sind und irgendwie denken, sie können dann das Größte draus machen. Aber ich finde es ganz toll, dass du das jetzt hier so sagst, weil ich meine, du hast weit über 100 Fotowettbewerbe gewonnen, Auszeichnungen bekommen und so weiter und so fort. Ein absolut renommierter, vielleicht einer der besten Unterwasserfotografen Deutschlands, ganz sicher sogar. Und wenn du sagst, Leute, es wird besser, wenn ihr euch zurückhaltet, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine Botschaft, die sich alle Leute gut annehmen können. Und jetzt möchte ich mal einen kleinen Sprung wagen. Du hast es eben schon angeteasert. Also wenn man sich diese ganzen Bilder anschaut, die Abenteuer sich anhört, die du machst, das klingt ja nach einem absoluten Traumleben. Ich weiß, wenn man genauer hinschaut, dann ist es auch wirklich harte Arbeit, aber trotzdem denkt man, was für ein Abenteuer, wie cool ist das? Und ich finde es immer spannend, so ein bisschen zu schauen, wie bist du da hingekommen? Wer warst du eigentlich und was hat dich da hingebracht? Und das Leben war ja für dich nicht immer nur so, wow, Abenteuer, alles super, sondern du hast es eben angerissen, du hattest Krebs, du hattest eine extrem harte Zeit über anderthalb Jahre. Vielleicht kannst du da einfach noch mal kurz aufreißen, was das für eine Situation für dich war und wie es dir da ging. Ja, nee, kein Problem. Das war natürlich ein krasser Einschnitt in meinem Leben und ich hatte natürlich eigentlich andere Pläne gehabt. Ich hatte vorher, bevor ich Unterwasserfotograf geworden bin, auch noch einen echten Job, ja, also einen richtigen Job. Was hast du gemacht? Und ich war Projektmanager in einer großen IT-Unternehmensberatung und wusste aber schon relativ schnell, dass das wahrscheinlich nicht so das ist, wo ich hin will. Und hatte es vorher schon mit dem Tauchen begonnen, also in meinem Zivildienst war ich beim Rettungsdienst beim Roten Kreuz und da habe ich den Tauchschein gemacht über einen Rettungsassistenten, der da war und habe schon gleich gemerkt, okay, alles klar, das wird zumindest das nächste Hobby, habe dann irgendwann schon mal eine Kamera mitgenommen und so weiter und habe das eben dann parallel zum Job auch diese Freude an der Unterwasserfotografie auch gehabt und begonnen und habe dann auch schon parallel zum Job natürlich auch für Magazine schon irgendwann angefangen zu arbeiten, was auch total toll war und ich hatte natürlich immer diese Idee oder diesen Traum, mich selbstständig zu machen und ich war eigentlich auch schon so kurz davor, tatsächlich mich dann selbstständig zu machen und dann kam eben dieser Einschnitt, dass ich diese Nachricht bekommen habe, dass ich eben Krebs habe und das war, weil ich eben auch lange weg war, ich wusste gar nicht, was da so passiert und was dann kommt natürlich, ja, weil also so eine Botschaft, glaube ich, sollte nie, also so eine Erfahrung, also kann ich nicht empfehlen, Krebs, ja, ist doofe Sache, ist könnt ihr nicht machen, ja, also das ist ganz schlimm, aber es hat mich unheimlich weitergebracht in der Entscheidung.
Entscheidungsfindung letztendlich. Und ich bin dann irgendwann wieder eingegliedert worden in die Firma und es gab so einen Moment, der für mich so prägnant war oder der sehr intensiv war, wo ich irgendwann vor dem nächsten Excel-Sheet von meinem Rechner gesessen habe, irgendwie nach ein paar Wochen, als ich wieder gearbeitet habe und habe gedacht, was machst du hier? Das ist totale Zeitverschwendung einfach, weil ich einfach nicht wusste, wie viel Zeit ich noch hatte zum Leben in dem Moment, weil ich ja nicht wusste, ob dann nochmal was wiederkommt oder nicht. Das war Risiko war extrem hoch zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann gesagt, nee, alles klar, die Entscheidung ist jetzt gerade gefallen. Ich mache mich selbstständig als Unterwasserfotograf, weil selbst wenn ich möchte einfach die Zeit, die ich noch habe, möglichst effektiv nutzen. Und jetzt im Rückblick ist es aber immer so. Also ich hätte das auch schon viel früher so sagen können, weil das ist ja, uns bleiben ja im besten Falle ungefähr plus minus 80 Jahre, wenn wir Glück haben 90 Jahre und das sind halt nur 80 oder 90 Jahre. Das heißt, man sollte seine Zeit eigentlich immer effektiv nutzen. Ich habe halt eine Krebserkrankung gebraucht, um das rauszufinden oder diesen letzten Schub gebraucht, um auch diese Entscheidung zu fällen. Aber letztendlich war es die beste Entscheidung, die ich getroffen habe im Leben und das so zu machen. Und ich glaube, und vielleicht auch als Botschaft für die Zuschauer, die das jetzt sehen, ich glaube, man muss mehr Mut für solche Entscheidungen haben. Man darf die natürlich nicht einfach ungeplant sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich finde Formel 1 geil, ich werde jetzt Formel 1 Rennfahrer. So funktioniert das halt nicht. Ne? Also man muss da schon ein bisschen dafür arbeiten. Aber wenn man einen Traum hat oder eine Vorstellung hat, finde ich, gerade wir in Deutschland sind so, das ist so, so sicher, wir können uns eigentlich aussuchen, was wir machen wollen. Also klar, gibt's so ein Riesenprivileg, ja. Ja, genau, wir sind unheimlich privilegiert. Das machen zu können, was wir wollen. Und ich glaube, wenn jemand diszipliniert und motiviert genug ist, um seinen Traum durchzusetzen, dann schafft er das auch. Das finde ich so eine schöne Botschaft, dazu sagen, ey, und dir ist das durch diese Krankheit so deutlich geworden, unsere Zeit ist so limitiert und auch 80, 90 Jahre sind limitiert, die Zeit läuft. Ja. Und da wirklich zu sagen, wie will ich sie verbringen? Ich habe dieses eine Leben, das finde ich extrem stark. Du hast dich entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig, ich werde Unterwasserfotograf. Mhm. Und Da darf ich noch was ganz kurz so sagen. Kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz viele Leute in der Szene gefragt halt, ne? Also Magazinredakteure und andere Leute, alle, die was mit, auch, die sich auch mit Fotos auskennen. Hast du nur positives Feedback und Unterstützung erhalten? Nee, alle haben mir abgeraten, mich selbstständig zu machen. Alle. Durch die Bank weg. Halt, ne? Haben Warum? Gesagt, weil sie keine nicht. Lust auf Konkurrenz hatten oder weil sie gesagt haben, das ist so ein schrecklicher Job? Nee, ich habe keine Unterwasserfotografen gefragt, also zumindest glaube ich nicht. Oder mehr so Redakteure, Herausgeber, Unterwassergehäusehersteller vielleicht, auch mit denen ich damals schon zusammengearbeitet habe. Alle haben gesagt, mach das nicht, weil es kein lukrativer Job ist. Weil sie auch nicht das als sicheren Job empfunden haben. Alle haben mir abgeraten, ich habe es trotzdem gemacht. Ja, Respekt. Also das wundert mich nicht. Ne? Also es gibt ja manche Branchen, in denen, ich sage jetzt mal, so ein durchweg positives, ich sage mal, helfender Spirit existiert, aber in der Unterwasserfotografie. Das ist halt zum einen, glaube ich, ein sehr herausforderndes Berufsfeld. Ich glaube, dass zum Teil das auch berechtigt ist, wenn man dann zumindest vorsichtig so anmerkt, ja, bist du dir sicher, auf was du dich da einlässt? Aber ich habe das selber auch erlebt, dass, ob das jetzt in der Meeresbiologie ist oder in all diesen Nischen, die eine hart umkämpfte, ich sag mal, Branche sind, dass ja, das nicht immer so die positivsten, auffordernsten Worte sind, sondern so ein bisschen auch der Zynismus, würde ich fast sagen, so mitschwelgt. Wie bist du damit umgegangen? Also was war die Motivation dann zu sagen, drauf geschissen, ich mach's trotzdem. Ja, das war auch mehr so ein bisschen so, nee, ich traue mir das eigentlich zu. Ich verstehe nicht, warum die mir jetzt alle sagen, ich soll das nicht machen, weil ich hatte das viel positiver gesehen und vielleicht hat mich das auch damals so ein bisschen geschützt. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob er Unterwasserfotograf werden wollen sollte, dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich eher nicht, ja. Also einfach, weil ich lange genug ja, aber es ist so einfach so halt, ja, ne? Weil dieser Kuchen ist einfach klein halt. Ne? Nicht, weil ich mich gefährdet fühle, durch diesen Kuchen oder jetzt als Konkurrenz haben wollte, sondern einfach, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hart das ist, als Unterwasserfotograf wirklich ernst genommen zu werden. Und gerade am Anfang in der Unterwasserfotografie und davon zu leben, wirklich. Also, und das ist wirklich das Schwierige, weil man wird so oft ausgenutzt als Unterwasserfotograf und man kriegt da... Inwiefern ausgenutzt? Also, dass man sagt, ach, die Fotos drucken wir für dich und kriegst einen Apfel und ein. Ja, wie das Foto soll ich jetzt bezahlen? Das ist doch sowieso schon da, das hast du doch schon gemacht. Ja, das ist doch da, ja. Mein Cousin hatte
doch auch eine GoPro, der kann doch auch Unterwasserfotos machen. Genau, richtig. Ja. Also so, es gibt alles Mögliche da an Sachen, aber auch die Konkurrenz von anderen auch und so halt. Ne. Das ist, und das kann ich noch nicht mal, ist noch nicht mal, also ich kann es nachvollziehen, wirklich halt, ne, weil auch, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach dieser Kuchen einfach klein ist, den, und der Jobs, die Unterwasserfotografen eben machen. Und natürlich fühlen sich da manche, die schon ein bisschen länger drin sind, dann gleich unter Druck gesetzt halt. Ne. Aber ich glaube, das darf man einfach so nicht sehen, sondern man muss einfach auf sich selber schauen und einfach durch die eigene Arbeit überzeugen. Und ich hoffe, das habe ich bisher so immer gut durchziehen können. Und ich hoffe, dass ich das ich hoffe, dass es auch in der Zukunft immer noch so weitergeht. Weil wäre jetzt blöd, wenn ich mich auf meinen Lorbeeren ausruhen wollen würde. Und sondern muss ich halt immer wieder neu erfinden und flexibel sein und Geschäftsmann sein auch. Und das ist auch ganz wichtig, gerade in so einer Szene halt. Und dann grundsätzlich, gerade wenn man selbstständig ist, muss man auch ein guter Geschäftsmann sein, glaube ich. Und das ist ein großer Punkt. Und was ich total spannend finde, ist dieser Move am Anfang, andere Leute zu fragen, sollte ich? Da erhofft man sich ja eigentlich einen Rückenwind, dass die Leute sagen, ja, mach das mal und voll geil und vielleicht die erste Aufträge mit bei rumkommen oder sowas. Und da im Zweifelsfall nicht auf die Ratschläge anderer zu hören, sondern trotzdem auch gegen diesen Gegenwind, nenne ich es jetzt mal, seiner Idee treu zu bleiben, zu sagen, you know what, ich mache es jetzt trotzdem. Das finde ich stark. Und du bist dann ja wirklich in diese Kategorie auch reingegangen und hast bei endlos vielen Wettbewerben mitgemacht. Du hast, dazu haben wir dich auch angesprochen, dass du uns vielleicht mal ein, zwei Bilder schickst, die irgendwie relevante Wettbewerbbilder von dir waren. Eines davon ist dieses Bild von den Mantas. Und vielleicht kannst du mal erklären, was war das für ein Wettbewerb und warum sind diese Wettbewerbe insgesamt für dich irgendwie so ein Ding gewesen oder immer noch? Ja, also hat sich inzwischen verändert ein bisschen mit den Wettbewerben, kommen wir aber gleich darauf zurück. Also ich fand Wettbewerbe einfach unheimlich spannend, um einzuordnen, wo man steht. Einfach. Das heißt, ich habe am Anfang, war ich natürlich nicht gleich erfolgreich, auch ganz klar, aber einfach nur, um zu vergleichen, okay, welche Bilder gewinnen, wie sehen meine Bilder aus und wo komme ich dann ungefähr rein oder an. Und ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwann nach und nach doch immer mehr Erfolg hatte bei den Wettbewerben und das war tatsächlich einer der frühesten und größten Erfolge, die ich hatte, weil das bei, ich glaube, bei Ocean Art 2011 Best of Show geworden ist und da war ich schon ein bisschen überrascht über diesen Erfolg. Also, dass das auf einmal Best of Show war, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das auf der Website gesehen habe und das hat mich natürlich auch bestärkt und das hat mich auch gesagt, okay, alles klar, dann macht es vielleicht doch Sinn, mich irgendwann selbstständig zu machen halt, nur da hat diesen Gedanken eben bekräftigt, dass man damit vielleicht... Das war noch vor deiner Selbstständigkeit? Ja, genau. Ja. Mhm. Ach, krass. Okay. Und das ist ja super wichtig, ne? In so einer Anfangsphase in dem Moment dann so ein positives Feedback zu haben, ne? Genau, und da hat sich halt dieser Gedanke gefestigt, okay, cool, wenn ich jetzt hier Wettbewerbe gewinnen kann, dann will ich das vielleicht auch irgendwann mal beruflich machen. Ja, meine Eltern waren super begeistert von dem Gedanken halt. Wir haben beide Beamte halt, ne, so ein kleines Reihenhäuschen irgendwo halt, ne, selbst angespart, waren super Idee, ja, selbstständig machen halt. Ne. Ich hab gar als keinen, Unterwasserfotograf. Als Unterwasserfotograf halt, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viele andere machen das denn? Ich so, ja, pff, keine Ahnung, vielleicht 3 oder 4, ja. Und also wer gesucht, mal, da gibt es kaum jemanden. Genau, ja, so keine Ahnung. Aber ich werde Astronaut, ja. Ja, genau, ja, das war schon sehr abgefahren. Inzwischen finden sie es natürlich toll, ja, sind natürlich zufrieden halt, ne, aber das war auch schon erstmal, das hat so ein paar Jahre gedauert, bis ich das auch so eingeschaut. Ich glaube, so richtig angekommen sein wird es bei Ihnen spätestens im Jahr 2018. Ja. Da hast du dann den Underwater Photographer of the Year gewonnen. Ja. Und das kann man vergleichen mit dem Oscar der Unterwasserfotografie. Und wir haben hier natürlich auch das entsprechende Bild dabei, dass dir diesen Preis gebracht hat. Und vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wenn man das jetzt so sieht, also ihr könnt auch einfach mal auf Stopp drücken, weil da kann man sich ja wirklich drin verlieren. Beschreib mal, wo sind wir da? Was ist das für ein Ort, den du da eingefangen hast? Also es ist vielleicht so eins der berühmtesten Wracks der Welt, auf jeden Fall das berühmteste Wrack wahrscheinlich im Roten Meer, die Sisselgorm, die liegt westlich des, an der Südspitze, im Westen des der Sinai-Halbinsel und das war ein britischer britischer Zuliefertransporter, die im großen Konvoi gefahren sind und im Zweiten Weltkrieg und die sind eben von einem deutschen Bomber durch 2 Bomben getroffen worden und die hatten, was das Besondere ist, eine ganz besondere Ladung an Bord, nämlich eben ganz viele LKWs, auf denen Motorräder gestapelt waren.
Und das findet man halt nicht häufig auf irgendwelchen Wracks oder sowas, oder die liegen zu tief. Und das ist auch noch auf einer guten Tiefe, so zwischen 20 und 30 Metern, die man gut erreichen kann unter Wasser. Und das ist eben toll, das da zu sehen. Wurde schon, also es war wahrscheinlich auch eins der meist betauchten, fotografiertesten Wracks im Roten Meer. Und deswegen war es da so schwierig, ein Bild natürlich, also deswegen war ich umso positiv überrascht, dass genau so ein Bild aus der Sisselgorm dann eben auch gewinnt, oder dass die Jury das dann letztendlich ausgewählt hat. Aber ich habe eben eine ganz spezielle Aufnahmetechnik gemacht. Ich habe in einem der Laderäume ein Panoramabild gemacht. Das heißt, ich habe aus vielen Bildern, die ich hintereinander gemacht habe, ein Bild zusammengesetzt. Jetzt verstehe ich. Ja, ich habe mich gefragt, wie du das gemacht hast. Ja. Und dass ich mich eingeladen habe. Ein Stichwort, was man da natürlich sagen muss, ist Licht. Weil ich glaube, wenn man da jetzt einfach nur reintauchen würde und man guckt sich das aus genau dieser Perspektive, man kann ja an diesen Ort hintauchen, man wird das finden. Genau. Aber es wird nicht so aussehen. Richtig, ja. Also ich habe halt noch so ein paar Lampen nach links und rechts gelegt, habe auch noch meinen Blitz von der Kamera an, habe noch eine Taucherin im Hintergrund arrangiert oder dahin bewegt. Also habe mit ihr vorher gesprochen, habe gesagt, kannst du bitte dann genau da und da sein halt, ne? Und weil ich genau dieses Bild schon im Kopf hatte. Also ich war schon ein paar Jahre vorher in der Sisselgorm, habe aus fast der gleichen Perspektive auch schon ein Bild gemacht, war eigentlich damals ganz happy damit und habe dann immer wieder dieses Bild gesehen und mir angeschaut und gesagt, nee, eigentlich muss ich dann aber was anderes machen oder nochmal hin. Und dann wusste ich das schon Jahre vorher, bevor ich da wieder hinfahre, dass ich genau dieses Bild machen will. Und das war genau so ein Tauchgang, den man gut planen kann halt. Ich wusste ganz genau, welches Bild ich brauche. Ich wusste ganz genau, wo das war. Und ich habe die Taucherin gefragt, kannst du mit mir mittauchen? Ich brauche ein Model im Bild. Und habe dann eben genau einen Tauchgang für dieses eine Bild gemacht eben. Und das hat eben dann glücklicherweise bei UPY, Underwater Photographer of the Year, gewonnen. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, inzwischen bin ich tatsächlich nicht mehr so aktiv in Wettbewerben oder schicke nicht mehr so viel ein, was auch zum Grund hat, oder der Grund dafür ist auch, dass ich inzwischen glücklicherweise diese Ehre habe, in der Jury dieses gleichen Wettbewerbs inzwischen zu sitzen, was mich auch natürlich wahnsinnig freut, ja, dass ich das... Das ist eine Auszeichnung. Dass ich das machen darf, ja. Bei dem Foto tatsächlich am Anfang nicht verstanden, worum es sich da handelt. Ich habe drauf geguckt und für mich waren die Fische, die man da im Hintergrund sieht, so ein bisschen wie die Reflexion von der Wasseroberfläche. Und ich habe erst gedacht, als ich das erste Mal so den ersten Eindruck hatte, dass das Ganze unter der Wasseroberfläche irgendwie liegt und du nachts vom Ufer aus ins Wasser fotografierst. Ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass das ein Wrack ist. Und nicht nur, dass das ein total abgefahrenes Motiv ist, sondern ich finde einfach Bilder immer total spannend, die nicht nur direkt alles präsentieren, sondern die eine kleine Challenge geben, dass man sich verliert und versteht, okay, das sind jetzt Motorräder, die sind unter Wasser, wieso ist das grün? Und finde ich sehr spannend, vor allen Dingen, weil es ein Bild ist, Underwater Photographer of the Year, wo eine Szene unter Wasser ist, die jetzt nicht davon lebt, dass es ein weißer Hai ist oder ein großes Tier, sondern eben eine Szene, die du selber dir ausgesucht hast. Also, ja, und das finde ich ja grundsätzlich auch ganz spannend eigentlich, so alleine aus dem fotografischen Aspekt, dass man eben in den Wracks auch total viel mit Atmosphäre und mit Licht und Lampen machen kann und dass man eben da was hat, ein Setting wie so ein kleines Studio unter Wasser, was sich eben nicht verändert. Das heißt, ich kann mich da wirklich austoben. Das heißt, ich liebe auch Wracks grundsätzlich oder auch die Sisselgorm und könnte, glaube ich, eine ganze Woche verbringen in der Sisselgorm und wirklich nur da rumtauchen, experimentieren mit Lampen, weil man das so cool nehmen kann. Ich liebe auch Wildlife-Fotografie halt, ne? Also diesen einen Moment abzupassen, der eben dann cool ist halt, ne? Das hat viel mehr Adrenalin natürlich, das macht Spaß, wenn man dann einmal ein cooles Bild hat und sowas, denkt man, wow, geil. Danach, wenn man dann hofft, dass alles scharf ist danach halt, ne? Dass man richtig abgedrückt hat und dass die Belichtung richtig ist. Bitte? Und es ist schön warm. Beim Wildlife-Fotografie? Nee, in der Sisselgorm. Ach so, ja, nee, gut, ja. Ja, bei Wildlife-Fotografie nicht unbedingt, ja, ja. Sprich Orcas halt, ne. Also das geht mir gar nicht so sehr um die Wärme oder Kälte des Wassers, sondern einfach, das macht auch Spaß, diesen Moment zu fotografieren, also diesen perfekten Moment, aber auch sich auszutoben in dem Wracks als Studio, halt, um immer wiederzukommen. Also ich bin auch fast jedes Jahr ein oder mindestens zweimal in Ägypten und bin wieder im Norden bei dem Wracks und versuche mir wieder was Neues zu überlegen, wie ich was fotografieren kann. Das finde ich total spannend als fotografischen Aspekt. Einfach. Genau, man merkt total bei dir, dass du, glaube ich, fast eher aus dieser Fotografen-Ecke kommst als aus der Taucher-Ecke, dass sozusagen für dich diese fotografische Challenge so besonders ist. Und du hast eben schon gesagt, in diesen Wettbewerben, man muss sich auch immer wieder selbst neu erfinden. Mhm. Und ein Bereich, den wir bisher noch gar nicht so gesehen haben, ist die Makrofotografie. Mhm. Also wir sehen bisher große Bilder, auch Wracks und Landschaften, aber
diese ganz, ganz kleinen Bilder, die sind ja manchmal auch was ganz Besonderes. Und da gibt es auch welche dabei, wenn ich die sehe, da denke ich einfach crazy. Zum Beispiel dieser Fisch, wo ich, da habe ich so viele Fragen. Was ist das überhaupt für ein Kollege? Wie kriegt man das hin? Ist der so lila? Was ist, ist der in der, hast du in der Disco fotografiert? Also weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie so. Ja. Also du schaffst damit etwas, was einen wirklich vom Planeten Erde wegholt und man landet, wo man sagt, was ist das, wo bin ich hier? Ja, du hast super eingeführt. Also mich interessiert tatsächlich auch dieser fotografische Aspekt immer halt. Also nicht immer nur einfach irgendwas irgendwie zu fotografieren, sondern wie fotografiere ich irgendwas und mir da auch was Neues zu überlegen. Und jetzt zum Beispiel bei den ganzen kleinen Sachen, also bei den Critters, in der Makrofotografie, die eigentlich eine ganz, wo man ganz, ganz kleine Sachen ganz groß eben projizieren kann, wurde eben auch schon ganz viel fotografiert und ich wollte nicht das Gleiche nochmal fotografieren, was alle anderen auch schon fotografieren. Also habe ich mir gedacht, was könnte ich denn eigentlich machen? Und eigentlich sind andere Hintergründe oder Bokeh-Hintergründe. Und da kam es auch gerade so ein bisschen auf mit so diesem Bubble Bouquet dahinter, so nennt sich das halt. Und dann habe ich eben versucht. Ein Bubble Bouquet, also jemand lässt dahinter Luft hoch und die wird beleuchtet und das ist ein Bubble Bouquet. Ja, fast, ja. Nee, also ohne Luft nur halt. Also versucht diese Kreise im Hintergrund zu kreieren halt. Ne? Und das schafft man zum Beispiel durch eine besonders offene Blende halt. Ja. Ne? Das ist eben der Hintergrund die besonders. Genau, dass der Hintergrund besonders unscharf wird, aber es ist eben wichtig, wie kriege ich diese Kreise zustande, die dahinter sind. Ja. Und da musste ich mir was überlegen, was Künstliches halt, ne? Wie eine kleine Disco eben halt, ne? Die sich dahinter entstehen lassen kann durch ein Licht und durch einen Hintergrund eben, der mir eben hinter diesem kleinen Tier einen Hintergrund schafft, der nicht natürlich ist halt, ne? Also der nicht was ist und einfach, weil ich eine andere Serie mal machen wollte aus Makrofotografie, also von kleinen Tieren, was eben nicht der Norm entspricht, sondern was anderes ist. Und das ist natürlich, also das ist keine Naturfotografie mehr, sondern das ist halt mehr so eine Art von anderer Fotografie, die ich jetzt kreiere. Also das ist fast wie so im Studio, würde ich jetzt sagen. Also mehr so kreativ, mehr so in die künstlerische Richtung, würde ich sagen. Ich würde das nicht als Kunst bezeichnen, sondern Kunst ist für mich was ganz anderes, aber so mehr so was Künstlerisches, was anderes ist, aber also so schön, dass es auch anzugucken ist, aber ich würde jetzt auch nicht noch mehr Fotos von dem machen, weil das verliert sich auch relativ schnell, dieser Effekt natürlich auch. Ja, ich finde es cool, diese Serie mal gemacht zu haben. Ich habe auch ganz viele andere Bilder damit gemacht und ich habe jetzt auch gerade dieses Jahr in Lembeh nochmal ein Foto gemacht mit so einem Bubble Bouquet, aber das verliert sich auch ganz schnell und deswegen kommt es auch auf das hin, was du eben gesagt hast, dass man sich immer wieder neu erfinden muss. Aber man muss auch da auch wissen, wann es dann stoppt mit sowas und dann vielleicht was anderes wieder zu machen halt. Ne? Ja, spannend. Ein anderes Makrofoto, wo ich nicht drum rumgekommen bin, wenn ich das anschaue. Wow. Es ist crazy. Es ist absolut crazy. Diese Fische, die durch ihre Lippen irgendwie so menschlich werden, sich abknutschen. Dann sehe ich da irgendwie, ich weiß nicht, legt sie gerade Eier, der rechte Fisch. Und vielleicht stellst du uns die beiden mal vor. Und was war das? Ja, das sind Jutta und, Detlef, ja, die sich gerade, nein, Spaß beiseite, nee. Also es sind zwei sich gerade paarende Mandarinfische. Und allein die Fische sind schon total abgefahren, weil die halt so schön bunt und so schön, also so unnormal einfach aussehen, wie man sich eigentlich einen Fisch gar nicht vorstellen kann. Und die leben in so einem, wie so einem Korallenbruch meistens. Auch nicht so, also ziemlich flach meistens, so um die, weiß ich nicht, so 6 bis 10 Meter vielleicht, ja, ungefähr. Und paaren sich tatsächlich jeden Tag ungefähr bei Sonnenuntergang, also ungefähr zur Dämmerung. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Und also findet sich überall, meistens so in den tropischen Meeren. Und das Schöne ist halt, dass man, also der linke ist das Männchen und das rechte ist das Weibchen. Und das Männchen sucht sich dann halt eine Partnerin aus, meistens auch nicht nur einer dann am Abend halt. Ne? Und wenn die sich dann zusammen paaren, dann steigen die so gemeinsam auf. Wie in so einer Art Trance und die ist Höhe der Ekstase legt das Weibchen dann eben sein Laich ab, also die Eier ab und das Männchen befruchtet das halt und das dann in so einer kleinen Sekunde, also eine Bruchteil der Sekunde später gehen die wieder zurück in ihren Korallenbruch. Also diese ganze Paarung dauert vielleicht ein paar Sekunden oder so. Und es ist super schwierig, die zu fotografieren. Und ich habe das schon Jahre vorher immer wieder probiert, immer bei solchen Tauchgängen, die man dann machen kann. Man kann die nicht immer dauernd machen, aber wenn man halt mal irgendwo ist, wo man dann die Chance hat, sowas zu machen. Und mir ist immer irgendwie das Foto nicht gelungen oder das war irgendwie nicht gut und mit dem Korallenbruch dahinter. Und das Foto habe ich mit einer sogenannten Snoot gemacht, also mit einem Lichtformer. Also ich hatte nur so einen ganz kleinen Lichtstrahl von meinem Blitz gehabt, um das eben zu beleuchten, damit ich eben den Hintergrund nicht beleuchte. Deswegen ist es so schwarz. Genau, ja. Und die, also es wäre sowieso ziemlich dunkel gewesen, weil es eben in der Dämmerung war.
Weil einfach, weil der Hintergrund nicht schön ist und weil ich die nicht gut separieren könnte ansonsten. Also ich muss halt diesen Lichtstrahl nutzen, um das von Hintergrund zu separieren. Man könnte ja rein theoretisch digital das Ganze nachbearbeiten. Es gibt ja viele Fotografen heutzutage auf Instagram, die so ein Motiv maskieren und dann alles andere schwarz machen. Wieso sagst du, du hast den künstlerischen oder den fotografischen Anspruch für dich, das in der Situation so zu schaffen und das nicht am Ende digital zu machen? Weil ich auch diesen fotografischen Anspruch habe, natürlich, erstens. Und zweitens, weil ich, es würde unfassbar viel Arbeit kosten, auch diesen Hintergrund da wieder raus zu retuschieren, weil auch diese Schwanz- und Rückenflossen der Tiere so transparent sind, dass man diesen Hintergrund auch durchsieht. Halt, ne? Man kann, glaube ich, alles danach im Photoshop machen, aber darum geht es nicht, sondern es ist natürlich auch diese Challenge der Fotografie natürlich auch, dass ich das eben genau so vorher schon hinkriege, wie ich es eben will. Und das Problem bei den Fischen ist auch noch, die sind auch noch unfassbar lichtscheu. Das heißt, sobald ich irgendwie dann nur eine Lampe draufleuchte oder sowas, eine Tauchlampe, sind die sofort weg oder paaren sich nicht. Das heißt, ich habe die ganze Zeit noch meine Hand vor dem Blitz gehabt, also vor der Snoot. Also ich habe so ein kleines Einstelllicht in der Snoot gehabt, wo ich dann auch ungefähr, damit die Kamera auch scharf stellen kann auf das, was ist. Aber ich habe die ganze Zeit meine Hand davor gehabt und eben nur auf die Fische geleuchtet. Und ich habe während des gesamten Tauchgangs, aus 60 Minuten Tauchgang, ein Bild gemacht. Und das war genau das. Wow. Also, weil ich habe ein paar Versuche gehabt. Ich habe ein paar Versuche gehabt, wo sie sich gepaart haben, haben nicht mal in die Richtung geguckt. Ich war zu spät halt. Ne? Und ich habe wirklich, ungelogen, stimmt wirklich, ein Bild gemacht und das war genau das halt. Und dann habe ich Glück gehabt. Dann. Fairerweise an der Stelle würde ich gerne nachfragen, auf vielen Expeditionen und Forschungsreisen, auf denen ich unterwegs war, war ich immer abhängig von lokalen Guides, von Leuten, die sich vor Ort auskennen. Und auch wenn ich kein bewanderter Makrofotograf bin, das war mir immer ein bisschen zu kompliziert, weiß ich von Kolleginnen und Kollegen, dass besonders die lokalen Guides von essentieller Wichtigkeit sind. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was für ein Auge die haben und wie wichtig die für deine Arbeit sind. Nee, absolut richtig, was du sagst. Also ohne lokale Guides, also ohne jemanden, der sich wirklich lokal auskennt, das kennt man wahrscheinlich auch so zum Beispiel beim Bergsteigen oder sowas. Ne? Ohne einen Mountain Guide, ohne jemanden, einen Guide, der einem sagen kann, wo ist eine sichere Route auf dem Berg, ist es genauso unter Wasser. Da muss man vielleicht nicht so sehr auf die Sicherheit achten, aber einfach nur, weil die Guides einfach unfassbar gut diese ganzen kleinen Critters erkennen können. Halt, ne? Also jetzt vielleicht nicht bei den Mandarinenfischen, weil da wissen die halt ungefähr, wo die sind und dann der Rest wird dann halt den Fotografen überlassen. Aber überhaupt in dann so, wenn es um so ganz kleine Läuse geht oder Flöhe oder irgendwas, die irgendwo drin sitzen, in irgendeiner kleinen Koralle oder so Pygmäenseepferdchen auch oder sowas, die ja nur so winzig sind und in so einer riesen Gorgonie drin sitzen, dass die wirklich punktgenau sagen können, die gucken das Ding an, sagen da. Und ich gucke genau in die gleiche Gorgonie rein und sage, wo? Wo? Das ist wirklich, also wirklich ganz toll. Also man ist nicht immer, aber ganz häufig, vor allem gerade, wenn es bei solchen Makrosachen um solche sogenannten Critters geht, ist man wirklich angewiesen auf die lokalen Guides. Und ohne die kann man da wirklich vielleicht nur einen Bruchteil der Fotos machen, die eigentlich möglich wären. Ja, du hast gerade das Pygmäe-Seepferdchen angesprochen. Ja. Ich war in Raja Ampat und dann haben wir auch nach Seepferdchen gesucht. Und der Guide hat tatsächlich 3 oder 4 Mal versucht, mir das zu zeigen. Hat mich irgendwann an einem Maskenstrap hat er mich davor gesetzt und selbst dann musste mein Auge suchen. Also beeindruckend zu sehen. Und das ist auch, glaube ich, die Zeit, die man unter Wasser verbringen muss, dass diese Muster, diese Pattern Recognition, dass man diese Muster unter Wasser erkennt, da passiert was in der Peripherie, dass man diese Sachen, das hat viel, glaube ich, mit Erfahrung zu tun. Ne? Da kannst du die teuerste Kamera haben, etc. Das geht einfach mit der Zeit. Mit der Zeit, die du jetzt verbracht hast, auch in dieser Branche, hat sich ja auch viel verändert. Ich weiß, als ich angefangen habe mit der Unterwasserfotografie auf so einer alten Canon 5D Mark 1 oder 2 war es damals, so 2009, 2010. Da haben gerade die Spiegelreflexkameras den ganzen Markt revolutioniert. Ich habe aber zum Ende hin noch mitbekommen, wie ich auch mit Magazinartikeln und mit gedruckten Fotos Geld verdienen konnte. Ne? Am Anfang hat das mir geholfen, gerade beim Studium und den ganzen Reisen und Praktika, die man macht im Rahmen der Meeresbiologie, das Taschengeld aufzubessern. Ich habe dann aber auch mitbekommen, wie sich das verändert hat. Und das wird ja auch, ne, weil das dein Geschäftsfeld ist, die Art und Weise, wie du Geld verdienst, wie du davon lebst und wie deine Branche sich verändert hat, massiv geändert haben. Ne? Also hier ist jetzt, haben wir ein Foto, was ein erfolgreicher Druck war, der oft in Magazinen gedruckt war. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen durchführen, wie das mit den Magazinen funktioniert hat und wie so ein Foto dazu führt, dass du davon leben kannst. Also
Ja, grundsätzlich, so ich glaube vor 15 oder 20 Jahren hätte man dann tatsächlich noch sehr gut als Unterwasserfotograf von deutschen Tauchmagazinen leben können. Also tatsächlich nur von diesem Markt, nur vom deutschen Markt. Und das hat leider immer mehr abgenommen, weil natürlich dieser Printmarkt nicht nur in der Tauchszene, sondern einfach grundsätzlich durch das Internet natürlich, wo viele Informationen jetzt abgefangen werden können, halt, ne, ist einfach dieser Printmarkt immer weiter geschrumpft halt. Ne? Und das geht nicht nur den Tauchern so, sondern wie gesagt überall. Das heißt, auch die Magazine müssen sich immer weiter einschränken. Die haben im Vergleich zu anderen Fachmagazinen oder zu Nischenmagazinen immer noch überdimensional viel Honorar gezahlt, auch damals noch und immer noch wahrscheinlich. Aber es nimmt natürlich immer weiter ab. Das heißt, es ist einfach leider die Wichtigkeit der Magazine nimmt für mich als Fotograf immer mehr ab. Die sind nicht unwichtig, also ich will gar nicht sagen, ich finde es immer noch toll, auch immer wieder noch jetzt ein Tauchmagazin wirklich händisch in der Hand zu haben. Ich freue mich immer, wenn ich eins mit der Post geliefert bekomme und das durchblättern kann und mich auf die Couch setzen kann. Und ich bin einfach vielleicht noch aus dieser nostalgischen Ecke oder noch ein bisschen oldschool, dass ich auch gerne mal ein Bildband habe bei mir daheim, den ich mir gerne einfach so angucken will und eben nicht den ganzen Tag irgendwo auf den Screen schauen will oder den ich, wo ich ja sowieso schon die ganze Zeit durchgucke. Aber klar, das Verhältnis und die Balance ist einfach eine andere und auch als Unterwasserfotograf muss man sich da ein bisschen neu erfinden oder als Fotograf grundsätzlich, egal in welcher Branche man da ist, dass man eben anders sich positioniert und strategisch leicht ist und meinte ich vielleicht auch vorhin oder wir hatten eben schon das angesprochen, dass man einfach flexibel sein muss, gerade da in dieser Selbstständigkeit oder grundsätzlich in Selbstständigkeit, dass man sich immer wieder neu erfinden muss, immer gucken muss, wo könnte es jetzt sein, vielleicht auch vorausschauen muss, wie wird sich was entwickeln, vielleicht kann ich ja da schon ein bisschen vorbeugen und vielleicht schon in eine andere Richtung fotografieren halt, ne, jetzt auch gerade für AI und sowas halt ein großes Thema auch und so. Man kann nicht alles vorher vorausdenken und was ich bewundere an dir ist, dass du so eine gewisse Flexibilität hast, allgemein in der Fotografie und auch in vielen Branchen weltweit gerade, gibt es ja so ein bisschen diese Einstellung, alles soll so bleiben, wie es ist und jeder Fortschritt ist in irgendeiner Form auch eine Bedrohung. Der Unterwasserfotograf Frederik Boll, ein guter Freund von mir, der hat mal gesagt, auf der Boot, das war glaube ich 2020, kurz vor der Pandemie, hat er gesagt, wir sind seit 20 Jahren im 21. Jahrhundert und die meisten Fotografen denken heute noch mit dem, mit der, ich sag mal, Einstellung der 1990er Jahre. Und da würde ich dich gerne fragen, wir haben ja gesehen, wie ne, Magazine, ich sage es mal, im Vergleich zu Instagram und zu digitalen Medien ganz, ganz viel an Aufmerksamkeit und an Plattformen verloren haben. Das bedeutet aber ja nicht unweigerlich, dass heutzutage Fotografen nicht von der Fotografie leben können. Das hat sich einfach geändert. Daher meine Frage, wir haben auch so ein kleines Beispiel hier mitgebracht, wie du heute deine Persönlichkeit und auch deinen Humor mit einbringst und um Reichweite als Fotograf zu generieren, eben vielleicht nicht über ein Magazin oder über die traditionellen Wege, sondern wir haben hier ein Beispiel von einer Reel, die viral gegangen ist. Es sind, ich weiß nicht wie viel, tausend... Millionen, oder? 4,2 Millionen haben das Reel gesehen, ja. Aber ganz kurz, ich check's überhaupt nicht. Das die Kamera unter Wasser verloren oder? Ja, ich habe da das, wenn man, das ist so ein ganz, also ich habe das so genannt Fail, ja, also ja. Unterwasserfotografie Fail und einer der größten Fails der Unterwasserfotografie ist, glaube ich, wenn man den Objektivdeckel vergisst abzumachen, ne? Und den Landscape so. Halt, ne? Und und das habe ich natürlich Den Teil habe ich irgendwie nie wahrgenommen. Echt? Ich dachte die ganze Zeit, du hast deine Kamera verloren und weißt nicht mehr, was ja, ist. Ja, vielleicht haben sich gedacht, warum haben das denn so viele Millionen Leute geklickt? Vielleicht haben sich genau 4,2 Millionen Leute genau die gleiche Frage gestellt und das so oft angeguckt. Oder ich habe mich 4,2 Millionen mal gefragt, was du sagst. Ja, genau. Ja. Ach, du warst das, ja. Ich glaube, was so cool ist, jeder Unterwasserfotograf kennt diesen Moment und kann sich daran erinnern, wann ihm das erste oder das letzte Mal passiert ist. Ich weiß, ich war 2012 in Guadalupe, erste Mal weiße Haie gesehen, dann war Joe Bonny war mit auf dem Boot, großer Unterwasserfotograf und ich habe gedacht, wow, und dann kannst du von ihm lernen und dann hat er gesagt, du musst nur manuell fotografieren, nicht Automatik und ich saß da wie so ein kleiner Junge so, ja und dann habe ich gedacht, jetzt gleich geht's unter Wasser und dann kommt der weiße Hai und dann machst du das perfekte Foto von einem weißen Hai und natürlich unter den ganzen Kerlen versuchst du dann ein bisschen, ja, ich war schon, bin ich da unter Wasser gegangen und dann mein Bruder da mit der GoPro am Rumfuchteln und ich habe gedacht, ja, jetzt hier gleich und dann gucke ich und denke so, es ist dunkel. Ja, und dann denke ich, ne, ISO hochstellen, ne, dunkel. Blende auf,
Ja, und dieser Moment, ich glaube, jeder Unterwasserfotograf kennt diesen Moment und deswegen hat das so einen Nerv getroffen. Ja, natürlich, ja. Also das ist, glaube ich, auch das, was auf den sozialen Medien gut kommt, eben natürlich den Nerv zu treffen, also so ein gewissen mit Humor zu arbeiten. Also man kann natürlich auf sozialen Medien auf verschiedene Art und Weise erfolgreich sein, eben durch fantastische Bilder oder durch informativen Content oder eben auch durch Humor. Ne? Und ich war immer schon eher so ein bisschen auf der lustigen Schiene, glaube ich, halt, ne? oder unterwegs und fand das immer witzig, mich über Stereotypen auch auszutauschen. Und deswegen war das, glaube ich, eher für mich ideal, dann auch zu sehen, okay, was könnte denn unter Wasser passieren oder einem Unterwasserfotografen passieren. Und deswegen war das eben auch ein Reel, was mir gleich als erstes natürlich in Gedanken gekommen ist. Aber um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ja, soziale Medien sind natürlich auch, weil das eine Neuerung war, weil da viele Bilder auch natürlich im Umlauf sind, weil da viele Bilder gepostet werden und so, ist natürlich ein wichtiges Tool. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass am Anfang von Zeiten von Facebook oder auch von Instagram und sowas halt, ne, dass die Magazine gesagt haben oder, nee, nicht die Magazine gesagt haben, aber dass viele Fotografen auch gesagt haben, nee, poste deine Bilder nicht auf Facebook, die werden das da verschlissen halt, ne, oder die werden da verscheuert, Cloud, sondern genau, und das hat sich eben jetzt, dieses Verhältnis hat sich jetzt eben geändert halt, glaube ich, ne, in der Zwischenzeit, dass halt eben viel auf Instagram gepostet wird, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder auch auf TikTok natürlich, und dass da die Magazine jetzt eigentlich wiederum sich dann was rausnehmen und ich so, ah cool, ich habe für dir was auf Instagram gesehen, kann ich das Bild drucken. Also es ist ein absolut wichtiges Marketing-Tool natürlich für einen Fotografen auch, da die Bilder zu präsentieren und auch bekannter zu werden oder auch ein bisschen vielleicht ein anderes Publikum abzufangen, als das vielleicht auf Facebook ist zum Beispiel oder vielleicht Magazine liest halt. Ne? Und Instagram hat ein anderes Publikum, eine andere Bandbreite von eine andere Altersgruppe, das wollte ich sagen, andere Altersgruppe. Und TikTok hat wiederum eine andere Altersgruppe. Also ist total interessant eigentlich. Ne? Jetzt gibt es aber noch eine Sache, die, glaube ich, dazugekommen ist. Und zwar, du hast ja gesagt, ne, die Lizenzierungsraten sind unweigerlich auch bei den Drucken in irgendeiner Form runtergegangen, ne? Weil mit mehr Konkurrenz und mit der Verbreitung von Digitalkameras. Jeder kann mittlerweile das Glück haben, irgendwo reinzuspringen, gerade ein Anfänger, und dann schießt er den Schuss, den Unterwasserfotograf, der seit 20 Jahren zu diesem Ort kommen möchte, haben möchte, schießt er dann einfach durch Zufall, und das ist dann das Foto, was viral geht oder lizenziert wird. Dadurch fallen die Preise schon. Du hast eben erzählt, dass du Fotoworkshops gibst. Ne? Das ist jetzt ein ganz anderer Wert von einem Fotografen. Früher hätten sich wahrscheinlich viele Fotografen auch angebiedert zu sagen, ich bin noch kein Fotolehrer oder sowas. Kann es vielleicht sein, dass durch die Tatsache, dass anders Geld verdienen werden muss, manche Fotografen auch wieder näher am Fotografieren sind, weil man Fotoworkshops macht und dadurch Geld verdient? Absolut, ja. Man muss eben nach links und rechts gucken und schauen, wo was interessant, oder man muss einfach, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen natürlich. Halt, ne? Das ist ja eine ganz einfache Sache. Und was kann ich denn außer, ich kann ja auch nicht nur ich bin auf Fotoworkshops auch nur auch unterwegs, aber man muss natürlich in allen Bereichen auch denken, was man machen kann. Aber ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt nur damit Geld verdienen will, sondern weil es mir auch Spaß macht, anderen Fotografen tatsächlich zu zeigen, schön, wie man unter Wasser fotografiert. Und das finde ich ist, also ehrlicherweise sind für mich die Fotoworkshops am unlukrativsten fast schon, aber es macht mir einfach Spaß. Also jetzt gerade im letzten Workshop in Ägypten, der war so cool, weil relativ viele unerfahrene Fotografen dabei waren oder nicht so viel Wissen hatten, auch kleine Kameras, und die waren so dankbar über die Tipps, die ich ihnen geben durfte oder geben konnte, und die haben das auch gleich schon umsetzen können und haben sich so gefreut über die Bilder, die sie dann jetzt mit diesen Tipps besser machen, und das hat mir auch so viel selber gegeben, einfach, dass ich das dann so sage, wow, ihr seid so cool, dass ihr das alles so gut annehmt. Aber diese Leute, und so nett halt, die kommen ja vermutlich auch dann eben, ne, dadurch, dass du flexibel, humorvoll und offen bist und diese Persönlichkeit in Form von einer 10-Sekunden-Reel da rausmachst und die Leute sagen, cooler Typ, mit dem will ich vielleicht mal fotografieren oder unterwegs sein. Da muss man nicht peinlich sein. Ja, genau. Da kann ich auch mal anderen lernen. Naja, ich meine, also es gibt ja schon, also es gibt ja so Leute, da denkst du, boah, gehe ich da jetzt hin und stelle so eine Anfängerfrage, I don't know. Ja, weißt du? Ja, okay, wenn ich das nächste Mal die Landscape vergesse, dann sage ich einfach, es war für ein Reel. Nee, also klar, also ich hoffe, dass ich natürlich in Wirklichkeit, das ist natürlich auch alles natürlich ein bisschen gestellt, ne, aber ich hoffe natürlich in Wirklichkeit auch, zumindest nicht so unsympathisch zu bin, aber und dass mich auch deswegen vielleicht ein paar Leute buchen, klar, aber das kommt natürlich alles, glaube ich, auch zusammen, weil das spielt natürlich, das ist auch alles so kleine Zahnrädchen, die dann zusammenkommen, und man, um auch nochmal auf das grundsätzliche Thema Geld verdienen mit Unterwasserfotografie zurückzukommen, ist einfach, dass man eben auch dadurch, dass eben die Magazine nicht mehr so viel zahlen können, wie sie eigentlich wollen würden,
Einfach nur durch Auflagen oder Situation bedingt, muss man einfach gucken, wo es gibt und sich verändern einfach halt. Mhm. Ne? Und darum flexibel bleiben und immer flexibel bleiben. Auch das hatten wir ja schon mal jetzt, das Thema, dass man einfach schaut, wo könnte ich denn noch ansetzen halt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit, ne, konnte ich ja gar nicht mehr reisen, hatte ich endlich mal Zeit gehabt, mich hinzusetzen vor meinen Rechner und Presets für Lightroom zu entwickeln. Also die man sich reinladen kann in Adobe Lightroom und dann so, wie gesagt, Voreinstellungen sind sogenannte Voreinstellungen und der Filter auch genannt, womit man seine Bilder bearbeiten kann. Und das war einfach super, dass ich die jetzt so verkaufen kann in meinem Online-Shop zum Beispiel. Ja, cool. Mhm. Du hast gesagt, du bist viel unterwegs, sowohl für die Fotoworkshops, wenn du Leuten was beibringst, als auch für deine Arbeit. Es gibt viele Orte, an denen das Leben im Ozean noch intakt ist, ja, wo man sehr viel sieht. Aber es gibt auch viele Orte, an denen das Leben nicht mehr intakt ist oder selbst Orte, wo man glaubt, wow, hier müsste satt Leben sein und dann ist es nicht da. Ne? Ich habe das als Forscher auf der ganzen Welt sehen können. Jetzt ist das als Fotograf sicherlich nochmal eine andere Sache, weil deine Aufgabe ja natürlich ist, eben genau dieses Leben, was man erwartet, was vielleicht aufgetragen wurde vom Auftraggeber, einzufangen und bildlich da zu haben. Es gibt einen Ort, der sowohl für Meeresbiologen als auch für Unterwasserfotografen so ein Mekka darstellt. Das ist Galapagos, wo Charles Darwin damals eine Inspiration gefunden hat, die seine ersten Evolutionstheorien aufzustellen. Und es ist ein Ort, wo man normalerweise hinfährt, um dann zurückzukommen mit Tausenden von Fotos, mit glasklarem Wasser, Walhaien, Hammerhaien etc. Du hast aber eine andere Erfahrung gemacht, die uns so ein bisschen nachdenken lässt, was gerade mit dem Ozean und der Natur passiert. Ja, absolut. Also ich war jetzt gerade vor ein, zwei Wochen noch auf Galapagos gewesen und hatte auch mit zur besten Jahreszeit mit ganz, ganz vielen Hammerhaien gerechnet, mit großen Hammerhaischulen. Und genau das eben war nicht der Fall gewesen, weil wahrscheinlich das Wasser einfach zu warm gewesen ist. Wir hatten zu wenig Strömung gehabt, was auch nicht gut ist für die Hammerhaie. Die kommen bei viel Strömung meistens viel näher ans Riff ran und hatten einfach dadurch Pech gehabt halt, ne? Dann, dass wir nicht gut fotografieren konnten. Und das lag wahrscheinlich einfach an dem El Niño, der ja auch gerade wiederum über die Galapagos-Inseln drüber zieht. Das heißt einfach viel zu warmes, anderes klimatisches Wasser, was eben wiederum nicht die gleichen Tierbegegnungen voraussetzt. Und das merke ich eben nicht nur auf Galapagos, sondern auch in vielen anderen Beispielen. Also als ich vor 20 Jahren noch das erste Mal, als ich meinen Tauchschein neu hatte, in Ägypten war, da haben wir noch in der Nähe der küstennahen Riffe mit Hammerhaien getaucht halt. Ne? Und da waren viel mehr Hammerhaie, viel mehr große Barracuda-Schulen unterwegs und inzwischen, und das ist richtig schwer, vor allem nach Corona jetzt, wirklich eine gute Haibegegnung in Ägypten zu haben tatsächlich, obwohl es ja auch damals fast noch ein Mekka oder fast ein großer Garant gewesen ist halt. Ne? Und inzwischen ist es schon echt eng geworden oder dünn geworden, muss ich wirklich sagen. Also es hat definitiv, wo ich auch hingucke, abgenommen halt, ne? Korallen werden, also das Wasser wird immer wärmer, die Korallen werden immer mehr geschädigt dadurch halt, ne? Und das passiert einfach leider weltweit und damit müssen wir rechnen oder das ist einfach ein Fakt, dass das Klima auf der Erde wärmer wird und dass es da eine Veränderung hat, nicht nur über Wasser, sondern vor allem auch unter Wasser. Kurze Frage fürs Verständnis, du hast gesagt, gerade nach Corona ist es auf einmal schwieriger geworden, dort diese Haie zu sehen. Eigentlich hatte ich eher so mitgeschnitten, dass viele Ökosysteme sich erholt haben durch Corona. Ich glaube, also ich habe es nicht festgestellt, muss ich wirklich sagen, diese Erholung, weil eben gerade durch Corona manchmal auch der Tourismus nicht mehr da ist. Mhm. Und dieser Tourismus in manchen Gebieten, wie auch zum Beispiel in Ägypten oder auch in Raja Ampat vielleicht, vielleicht auch Galapagos, heißt eben auch, dass da keine Kontrolle mehr stattfindet. Das heißt, wenn da Touristen sind in einem bestimmten Meeresschutzgebiet oder in einem bestimmten Naturschutzpark oder so, kommen natürlich auch keine Fischer mehr an. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich der Fall gewesen, dass auch in Ägypten gerade viele Haie rausgefischt worden sind in der Corona-Zeit, wo keiner eben zu den Gebieten fahren konnte. Vielleicht auch in Galapagos. Jedes Schiff hat ja auch einen Sender, aber so ein Sender lässt sich auch ganz gerne mal abschalten oder abschallen lassen durch ein bisschen Korruption oder wie auch immer das sein kann. Also das ist jetzt alles hochspekulativ natürlich halt. Ne? Aber ich will nur sagen, dass vielleicht Corona diesbezüglich vielleicht nicht geholfen hat, dass eben keine Kontrolle mehr stattfindet. Wir haben was Ähnliches beobachtet damals in den Malediven, ne? Dass
in genau dieser Zeit es so ein bisschen diese Debatte gab auf den Malediven, ob Haie wieder bis zu einem gewissen Grad gefischt werden sollten oder nicht. Und dann hat die deutsche Tauchbranche, aber auch die internationale, die europäische, aber die deutsche Tauchbranche war ganz weit vorne mit dabei, Petitionen unterschrieben, die dann gesagt haben, wenn ihr wieder anfängt, Haie zu fischen, dann ziehen wir unsere Reiseangebote zurück. Das war natürlich erstmal eine Drohung, aber die hat ja gewirkt, weil kurze Zeit später dieses Proposal wieder vom Tisch war. Das heißt, das Argument, was du gerade angeführt hast, dass der Tourismus Gelder einspielt, die dann der Natur auch eine gewisse Wertigkeit gibt, die spielt natürlich eine Rolle. Das wird jetzt in den Datensätzen zu sehen sein. Da war Corona natürlich eine interessante Testperiode um die ganze Welt, was das für einen Einfluss hatte. Aber wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wir selber, du kennst wahrscheinlich auch von Kurt Amsler und so älteren Herren und Damen der Unterwasserfotografie, Geschichten, wie der Ozean vor 20, 30, 40, 50 Jahren ausgesehen hat. Macht dir das manchmal Angst, wenn du darüber nachdenkst, wie der Ozean in 20, 30 Jahren aussieht, wenn die nächste Generation Unterwasserfotografie betreiben will? Absolut, ja. Also das ist, ich weiß nicht, wie lange das Klima tatsächlich noch so stabil bleibt, wie lange wir das noch haben, was wir gerade sehen können. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal den Kopf unter Wasser zu stecken, solange wir diese tolle Vielfalt und diese tolle Unterwasserwelt noch haben. Selbst wenn es dann zum Schnorcheln oder mal zum Freitauchen ist oder wie auch immer, das einfach dieses erleben zu dürfen oder erleben zu können, gerade mal. Selbst wenn es nur am heimischen Baggersee ist oder sowas, ist es auch schon toll, so ein Habitat da in Deutschland zu sehen, tatsächlich auch mal ein Hecht zu sehen oder wie auch immer halt. Also man kann auch in Deutschland tolle Sachen sehen oder Dinge erleben und oder in küstennahen Regionen oder sowas einfach mal den Kopf unter Wasser zu stecken. Ich weiß nicht, ich bin kein Klimaexperte, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin nur Fotograf. Ich kann nur das sehen oder fühlen, was ich selber bewusst sehe oder erlebe. Und natürlich habe ich große Angst, dass das eben für die nächsten Generationen nicht mehr viel übrig bleibt, was wir jetzt gerade machen. So ehrlich müssen wir einfach sein. Ne? Ja, ich finde das einen tollen Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich dieses die Unterwasserwelt erleben, das geht ja auch zu Hause, das geht ja auch hier in Deutschland. Und da würde ich das jetzt versuchen, auch ein bisschen kurz zu halten. Wir nähern uns schon langsam dem Ende, aber ich würde von euch beiden gerne wissen, weil von euch kenne ich beiden Geschichten über den ganzen Globus verteilt, was ihr da Wahnsinniges erlebt habt. Was sind, wenn ihr euch jetzt einen Lieblingsspot aussucht in, sag ich mal, Deutschland, Österreich, was hier so im deutschsprachigen Raum ist, wo die Leute, die hier zuschauen, auch zu Hause sind, wo würdet ihr hingehen, wenn ihr jetzt einen Tauchgang plant? Also kann ich dir gleich schon sagen, kann ich nicht. Das wäre genauso, wie wenn du mir die Frage stellst, oder ich krieg, das ist vielleicht eigentlich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist, wo fandest du es denn am schönsten zum Tauchen? Und das kann, wo ich einfach sagen kann, nee, das geht's nicht, weil das ist so unterschiedlich. Ja. Das ist, ich könnte sagen, eine der coolsten Ziele, die ich jemals bereist habe, war wahrscheinlich Grönland oder auch... Okay, aber lass uns in Deutschland bleiben. Was ist eines der coolsten? Nein. Also ich weiß, es ist super schwierig, ja, aber mir geht es darum, jetzt ein, zwei Orte rauszupicken, auf die wir Lust machen. Und einen davon darfst du jetzt nennen. Ja. Auch wenn ich verstehe, dass ich dich damit quäle. Nein. Ich will nur, damit der Vergleich ist, glaube ich, wichtig, den zu sagen halt. Ne? Also zwischen Grönland und der Südsee liegt ein großer Unterschied, aber ich würde nichts präferieren davon. Okay. Und genauso unterschiedlich ist es auch in Deutschland halt. Ne? Es gibt total tolle Gebiete im Süden jetzt, an der Grenze zur Schweiz, in Rheinau, an der Zollbrücke, wo man Welsen tauchen kann. Im Osten von Deutschland gibt es einen ganz tollen See, wo ein riesen Unterwasserwald noch drin steht, der früher eben, also der überflutet worden ist. Im Norden gibt es Fehmarn, was auch total viele schöne, tolle Seegraswiesen hat und so weiter. Im Sauerland gibt es tolle Minen unter Wasser. Also for Life zum Beispiel. Ja, auch tolles Gebiet zum Beispiel halt. Ne? Ja. Nee, aber auch eine überflutete Mine und so weiter. Es gibt so viel Vielfalt auch in Deutschland, die man vielleicht erstmal gar nicht so sieht. Na klar, sind die Temperaturen vielleicht nicht immer die wärmsten, also jetzt nicht wie in den tropischen Meeren, aber ich glaube, mit einem guten Anzug oder mit einem Trockentauchanzug kann man da überall wirklich viel Spaß haben, auch in Deutschland und auch lokal sehr, sehr gut tauchen gehen und viel erleben und auch fotografisch viel machen. Ne? Mhm. Lukas, hast du etwas, auf das du dich festlegen könntest? Ich schließe mich da an. Das ist ja immer so eine subjektive Wahrnehmung, wenn man mit Respekt und Dankbarkeit ins Wasser geht und der Wertschätzung, dass man überhaupt dieses Privileg hat mit dieser Cyborg-Ausrüstung, die wir ja erst seit 1950ern haben, dann kann man in jedem Gewässer ein Abenteuer erleben. Ich habe zwei Freediving-Expeditionen gemacht in Österreich,
damals in den Alpen. Und wir haben ganz viele Seen betaucht, in denen bis jetzt wenig Leute freitauchen waren. Und für mich war ein Highlight die Traun. Glasklarer Fluss. Und da haben wir ganz viele Forellen gesehen, Bachforellen, Regenbogenforellen, Flusskrebse, Huchen, ganz bedrohter Lachsfisch hier in Deutschland, Österreich, heimisch. Fand ich super schön. Und was ich cool finde daran ist, gerade wenn man betrachtet so seinen eigenen Footprint und die Reiserei, es ist ein Mythos zu sagen, dass man das Tauchen lernen und auch die Unterwasserwelt und auch tolle Tiere unter Wasser nur erleben könnte, wenn man weit weg fliegt. Und da müssen wir auch gerade an Leute denken in der Gesellschaft, die vielleicht nicht privilegiert sind, mit ihren Kindern und den Kindern das Schnorcheln beizubringen auf den Balearen oder woanders, sondern vielleicht eher lokal gebunden sind. Das ist auch hier möglich. Das wollen wir an der Stelle auf jeden Fall sagen. Wir haben zum Abschluss noch ein, zwei Halbsätze und Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Das hat ja eben schon super geklappt mit, dem Festlegen auf eine Sache. Lag vielleicht auch an meiner Frage, aber wir versuchen es nochmal. Ja. Was wäre dir lieber, für immer Unterwasserwelt durch die Kamera sehen oder nie mehr mit der Kamera in die Unterwasserwelt gehen? Immer nur noch mit der Kamera unter Wasser, ganz klar. Ganz klar. Immer. Also, ich mach auch keinen Tauchgang ohne Kamera. Ich kann das nicht. Du machst gar nicht? Echt? Nee, nie. Okay. Hast du gar keinen Bock drauf? Echter Unterwasser. Nee, es macht keinen Sinn für mich. Warum sollte ich nicht mit der Kamera? Warum soll ich einen Tauchgang ohne Kamera machen? Ja, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, um die Sachen hier oben abzuspeichern. Ja, mache ich ja. Okay. Auf der Speicherkarte. Galapagos in der Algenblüte oder Fehmarn mit glasklarem 40 Meter Sichtwasser? Oh, Galapagos. Ja? Ja, doch schon, ja. So viel zu dem Dive-Local. Nein, aber Galapagos ist einfach so, ist einfach Galapagos. Da kann halt immer alles passieren. Ja, und wenn kann dann halt auch, ja. Da, wenn, so sehr ich auch die Seegraswiese schätze und liebe, aber wenn dann halt so ein 12 Meter Walarm an vorbeischwimmt, selbst wenn man den erst 3 Meter vorher sieht, das ist schon gigantisch. Ja. Wenn, mal angenommen, du hast jetzt so einen extrem langen Tauchgang gemacht, hast Walhalle, was weiß ich, was alles gesehen. Hast du deine Neo gepinkelt oder die ganze Zeit eingehalten? Nee, ich habe noch nie, also es wird mir keiner glauben wahrscheinlich, ja, aber ich habe noch nie in irgendeinen Neoprenanzug gepinkelt. Er hat mal im Podcast zu mir gesagt, es gibt Leute, die in den Neo pinkeln und Lügner. Ich weiß, also deswegen sage ich ja, es wird mir keiner glauben, ich finde das so eklig, ich mag das nicht. Dürften wir eine Probe machen und untersuchen lassen von deinem Neo? Sofort, gerne, ja. Ich Lügendetektor-Test, alles, ja, ich schwöre. Du hast noch nie. Ich habe noch nie in meinem Neoprenanzug gepinkelt. Aber hast du schon mal freigetaucht? Also richtig so Hardcore-Apnoe tauchen? Nee, natürlich nicht. Nee, das glaube ich, das ist immer was anderes halt. Wenn man jetzt unter Extrembedingungen ist, wie auch immer, das ist immer was anderes. Also im Trockenen noch nicht. Also das heißt, Freitaucher werden alle inkontinent. Also beim Freitauchen, klar, ne, dann kommt der Tauchreflex und dann möchte der Körper die Flüssigkeit loswerden. Aber Respekt, also mir passiert das sogar ab und zu beim Scuba-Tauchen. Ja. Let's move on. Instagram-Reel, die viral geht, oder mit einem Foto in einem Wettbewerb gewinnen? Inzwischen Instagram Reel, was viral geht. Ist es so? Mhm. Okay. Doch, ja. Weil, aber auch nur, kommt dadurch nur, weil auch tatsächlich schon sehr viel, kommt auf den Wettbewerb an, natürlich, ne? Aber weil ich schon wirklich, also ich glaube, es reicht langsam mit Wettbewerben und Gewinnen und deswegen ist schon okay. Deswegen lieber Instagram. Und wenn es jetzt eine Person gibt, die ganz frisch anfängt mit der Unterwasserfotografie, was wäre so der eine Tipp, wo du sagst, damit fang mal an? Als Tipp, wie damit wirst du besser, dass das ist was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Bessere Fotos machen, tatsächlich. Ja. Ganz viel angucken, ganz viel. Also wirklich Fotos und Qualität der Fotos und Komposition ist ultra entscheidend dafür. Und je bessere Fotos man machen kann, je qualitativ, nicht von der Bildqualität, von der grundsätzlichen her, sondern einfach wie gut die sind, Aufteilung, Schnitt, Vordergrund, Hintergrund, also die komplette Qualität eines Bildes. Je besser das ist, desto einfacher ist es. Also der Tipp wäre quasi, setz dich mit der Fotografie auseinander, bevor du ins Wasser gehst oder immer zwischendurch versucht, da besser zu werden, einfach als Fotograf. Nee, ich würde eher sagen, versuch ein besseres Auge zu kriegen für ein gutes Bild, für den Moment und für die besser zu komponieren. Also zum Beispiel Wettbewerbsgewinnerfotos anschauen und gucken, was ist da gut gelaufen, was macht dieses Bild aus. Das sage ich auch immer bei meinen Fotoworkshops, dass man sich ganz viele Bilder anschauen soll, auf Instagram, in Magazinen oder wie auch immer und genau die Bilder analysiert und warum sind die denn gut. Und das hat mir am Anfang unheimlich geholfen, viel anzuschauen, viel zu vergleichen, was ist denn gerade bei dem Bild so
so gut und was, wie kann ich das vielleicht auch machen? Nicht kopieren, sondern wie kann ich es vielleicht in einer anderen Situation auch machen? Und mir hat das geholfen, unfassbar viel anzugucken, um einfach ein gutes Gefühl für eine gute Komposition zu haben. Und an der Stelle kann es auch helfen, das mal mit jemandem zu machen wie mit dir in so einem Fotoworkshop mit einem geschulten Auge. Ich habe, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, damals im Filmbereich mit dem Dirk Gion, der hat damals mit dem Ralf Kiefner und so Tiger-Eye-Filme damals 2001 und 2 gedreht. Der hatte ein bisschen Erfahrung. Und am Ende des Praktikums habe ich gesagt, immer, anstatt dass du mir das Gehalt auszahlst, würde ich gerne dich für ein oder zwei Tage buchen und du zeigst mir mal, wie man die Basics von der Kamera bedient und wie du an so ein Foto rangehst. Und dann hat er, sind wir bei ihm ins Büro gegangen, das war noch nicht mal groß irgendwie ein Fotostudio, und dann hat er einfach so einen kleinen Ball genommen, zwei, drei Schreibtischlichter und hat gesagt, so, jetzt machst du mal ein Foto. Mein Foto war, ich habe diesen Ball in die Hand genommen und das war's. Und dann hat der Dirk aber Licht ausgemacht, hat noch so sein Katana auf den Tisch gestellt, Gegenlicht, und hat dann diesen Ball so gedreht und das sah aus wie so ein Globus vor diesem Katana. Und durch diese zwei, drei Tricks war sofort dieses Bild 10-mal interessanter. Und ich glaube, ne, zum einen die Wettbewerbsfotos, aber gerade mit jemandem wie dir, mit einem geschulten Auge das mal zu machen, hilft bestimmt auch. Genau, also was den Leuten, was ich als Feedback bekomme, am meisten hilft, sind die Bildbesprechungen, die ich abends mache. Also die Leute geben mir ein paar Bilder von sich, die sie gemacht haben über den Tag, und ich sage, was gut ist und was sie vielleicht auch verbessern können. Und das bringt denen eigentlich am meisten, weil ich halt genau, wie du sagst, mit einem geschulteren Auge einfach drüber schauen kann und sagen kann, pass mal auf, so und so, das funktioniert halt nicht so sehr, aber wenn du jetzt das und das veränderst, kannst du ein besseres Bild machen. Ein Motiv, das ich schon mal immer fotografieren wollte, ist? Blauwal. Also ein richtig, also ausgewachsener richtig. Ich habe schon Pygmy Blue Whales fotografiert in Sri Lanka. Mhm. Die waren auch schon nicht so ganz klein, also 24 Meter. Riesige fast, Tiere. Fast übersehen, ja. Mhm. Aber so ein 30 Meter ausgewachsener Blauwal irgendwann mal, das wäre schon größte ein Highlight. Tier der Welt. Genau. Ja. In 3 Jahren werde ich nochmal hier sein, bei euch auf den Stühlen hoffentlich. Oh, ja. Tobi, das ist die schönste Antwort, die du geben kannst. Dann wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass du in den nächsten 3 Jahren genau deine Passion weiterverfolgst, dass du das weiterführst, Geschichten aufsaugst, Bilder machst, uns alle begeisterst mit dem, was du an Fotos, an Videos, an Reels mitbringst, und dass wir hier in 3 Jahren wieder sitzen, alle genauso gesund und glücklich wie heute und uns über genau diese Bilder unterhalten können. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, spätestens in 3 Jahren hoffentlich. Ja, danke für den Ocean Talk, und ich würde jetzt sagen, wir tanken ein bisschen nach und holen gerne ein Getränk. Ja. Also du haben sagst, wir noch Kaffee? Genug, da mach dir mal keine Sorgen. Aber du sagst, Blauwal, weißt du, wo du den Blauwal dann fotografieren wir es, also wo die Location dafür ist. Ja, wenn ich das wüsste, dann... Also großes Dankeschön auch an alle Unterstützer von Chris und dem Podcast Helden der Meere. Wir haben mit den Water Monkeys und auch mit der Helden der Meere Community richtig coole, passionierte Menschen, die sich in Deutschland begeistern für den Ozean, für die Meere. Und wir hoffen, dass wir mit dem Format hier euch den Ozean zugänglicher machen können durch die Gäste, die wir einladen. Häufig ist es so, dass wir in einer Nische existieren, ne? Ob das jetzt Surfen ist oder Tauchen oder Freitauchen. Und die Geschichten, die du halt auch schon im Audioformat zum Leben erweckst, die wollen wir hier auch visuell zum Leben erwecken. Und deswegen bitte liked, subscribed zu unserem Kanal, kommentiert, schickt es an eure Freunde. Wir würden das wirklich schätzen, wenn ihr uns bei diesem neuen Format Helden der Meere, Ocean Collective, entsprechend unterstützt. Und dann versprechen wir euch, dass wir euch viele coole Gäste mit spannenden Geschichten zeigen, denn das ist ja auch genau das, wofür wir brennen. Ja. Und man unterschätzt das immer, ne? Das ist wirklich eine große Hilfe, wenn am Anfang diese Algorithmen wirklich darauf hingewiesen werden, ey, hier sind viele Leute, die liken das, die teilen das, das funktioniert. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben heute so viel über Expeditionen gesprochen, das ist auch wirklich dein Kerngeschäft. Du bist ja nicht nur Podcast-Gast, sondern du machst Expeditionen, um die Unterwasserwelt zu erforschen, und du nimmst Leute mit. Das heißt, jeder, der hier sagt, wow, fand ich mega genial, wie kann man da mitkommen? Ja, also ich bin von Beruf aus Meeresbiologe und Haiforscher und versuche, die Ozeane zu erhalten, indem wir die großen Arten, die großen Schirmarten wie Haie, wie Rochen etc. studieren und damit hoffentlich irgendwann schützen können, durch Meeresschutzgebiete, durch Veränderung der Fischerei. Und wir haben uns irgendwann gedacht, wie können wir das schaffen außerhalb von Universitäten? Wie können wir das schaffen außerhalb von den Spendenkorsetten, von traditioneller Förderung? Das sind Gelder, die in den letzten Jahren häufig eingefroren sind. Das sind auch
Projekte, die dir nicht unglaublich viel Freiheit und langfristiges Denken erlauben. Und was wir jetzt machen, ist, wir machen Forschungsreisen, Citizen Science nennt man das im Englischen, wo Menschen wie ihr mitfahren könnt, mit auf uns auf Expedition und dann mit anpacken könnt bei der Forschung. Das hilft zum einen, dass wir besser diese Tiere erforschen und schützen können und zum anderen aber auch, dass ihr mit dabei sein könnt bei so einem Abenteuer. Ne? Ihr seid im Wasser mit den Haien, ihr könnt bei der Forschung mithelfen und somit wird aus einem Urlaub oder aus einer Reise etwas mit Impact und hoffentlich einem Beitrag, um den Ozean zu schützen. Und darum geht es aber auch, um den Ball wieder zurück zu dir zu schieben. Einer unserer Expeditionsteilnehmer, und das zeigt, dass dieses Konzept auch funktioniert, war der Florian Sturm. Ja. Gemeinsamer Freund von uns, Teil der Helden der Meere-Community und von den Water Monkeys. Und der Florian und du, ihr habt hier ein tolles Buch geschrieben und publiziert. Ein Leben für den Ozean. Vielleicht stellst du uns das einmal kurz vor, worum es in dem Buch geht. Ja, im Grunde ist es ja bei Helden der Meere, genauso wie jetzt beim Ocean Talk, die Grundidee, euch für die Meere zu begeistern, indem wir die Leute vorstellen, die wahnsinnige Geschichten zum Abenteuer Ozean zu erzählen haben. Und so ähnlich wie hier, wo wir gesagt haben, wir wollen die Bilder mit reinnehmen, so ist es auch in diesem Buch geschehen. Da haben wir 10 dieser Geschichten zusammengefasst, mit lauter Bildern von fantastischen Fotografen hinterlegt und ja, einfach ein weiterer Beitrag, ein weiterer Kanal, auch da sind wir irgendwie flexibel geblieben, um einfach Menschen die Faszination für den Ozean nach Hause zu bringen. Und damit bestellt das Buch, kommt mit auf Expedition, schaut fleißig den nächsten Ocean Talk und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Eine gelungene Veranstaltung. Und damit dann.